und dann gucken wir mal, ob wir was hören. Und zwar müsste ich glaube ich hier ins Voice Live. Hallöchen. Achso, warte mal, bin ich. Vielen Dank, dass ihr der Einzige seid, heute mit uns allen Among Us zu spielen. Mhm. Hallo! Das wird toll. Hallo! Wir spielen echt Among Us, dafür wir machen Fortnite. Mann, Danu, ne? Ich sag's euch, ich bin schon wieder los. Erste Runde, Danu Kart direkt raus. Ja. Also, wir sind jetzt. Boah, da hat sich direkt was. Matteo, ich hab 20 Minuten gebraucht, nur Technikkrams, das läuft, ne? Ja, seid ihr schon befreundet schon eigentlich? Nee, wir müssen kein Freund sein. Nee, mit Time hier. Wir brauchen nur einen geilen. Okay, also erstmal, damit wir überhaupt irgendwas zustande bekommen, müssen wir die anderen aussprechen lassen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste in der 10er Lobby. Ja. Dass wir nicht alle durcheinander, weil sonst ist es sehr anstrengend. Aber wir werden es jetzt gleich mal so machen, weil das Feld an Teilnehmern ist sehr bunt gemixt, also vom Erfahrungsgrad. Wir haben Leute dabei, die haben schon das durchgespielt, komplett, wie Dalukart. Und wir haben Leute dabei, die haben es noch gar nicht gespielt. Oh, ich spiele heute zum zweiten Mal. Ja, ja, ja. Ja, ja, klar. Ja, ist okay, Dalu. Klar. Ich kapiere das Spiel überhaupt gar nicht. Ich hab es auch noch nicht gespielt. Ja, viel Spaß, Lara, das wird keinen Bock machen. Also ich weiß gar nicht, oder was hier abgeht. Chiara oder Lara, ja. So, also die erste Herausforderung wird sein, dass wir alle 10 es schaffen, in eine Lobby zu kommen. Und das ist wirklich eine Herausforderung, weil das Spiel ist ein bisschen buggy. Wir werden es jetzt versuchen. Und wenn wir alle in einer Lobby sind, dann machen wir eine große Testrunde, bei der wir mit offenen Mikros allen erklären, wie überhaupt das Spiel abläuft. Finde ich gut. Okay. Alter, genau. Das ist ja voll smart. Mega gut. Wo schickst du uns den Key, Matteo? Wollt ihr meine Lobby nehmen oder wollt ihr einen aufmachen, weil ich die Settings schon eingestellt habe? Besser, schöner, größer, hä? Settings okay. Halt. Also, da steht, Dalu gerinnt, ist halt eingestellt. Okay. Matteo, wo kriegen wir denn den Key von dir dann? Genau, gute Frage, Donny. Schön, dass du fragst. Also, wenn wir die Lobby von Dalu nehmen, weil er hat schon alles vorbereitet und ist der Experte, dann müsste er die rumschicken und zwar am besten in unsere Discord-Gruppe. Steht schon da. Im Channel. Aber in der Lobby bleiben wir dann wahrscheinlich auch, ne? Ja, aber nur, wenn alle es schaffen, den Code zu verdecken. Okay, mach ich jetzt. Ja, genau. Also wichtig, bevor ihr joint und euer Spiel zeigt, nicht auf den Rechner bitte, Dagger. Okay, wir haben jetzt schon ein Leak gehabt. Warte mal. Oh. Ja, ist gut. Ist nichts geleakt, alles gut. Also, wo finde ich das nochmal? Ich hab's noch nicht. Okay, also du gehst auf unseren Discord, ja. Da gibt es einen Among Us-Channel. Ja. Du kommst aber nur rein, wenn du die Streamer-Rolle hast. Ich verteile die gerade. Leon verteilt die gerade. Okay. Es sind so viele Channels, wo soll ich hin? Oh oben, fast ganz oben. Fast ganz oben. Among Us. Ja. Der ist einfach nur Among Us, genau. Ja, Lara, ich bin bei dir, ich verstehe auch gar nichts. Ich habe gerade eine Stunde mit meiner Community geübt und ich habe nach 7 Spielen immer noch nicht verstanden, wie das Spiel geht, aber ich gebe mir Mühe. Ich werde dich coachen, Donny. Mach dir keine Sorgen. Warte mal, Matteo, kennst du dich auch so aus, so krass, im Sinne von, ja, da unten links bei dem Surgeon-Raum und so, Cafeteria und so, ich weiß gar nichts. Ich habe es genau einmal gespielt. Ah, wirklich? Geil. Ja, no joke. Ich finde den Channel nicht, ich bin zu dumm. Okay, also, ganz oben, wo Bonchwalk spielt. Ja. Steht am Among Us. Ja. Das ist ein Among Us. Ach da, oh stimmt, ja, sorry. Ja. Jetzt wo du sagst, klingt's einfach, ja. Mhm. Ah, ich habe jetzt den Code, geil. Oh, nice. Ich habe einen Code. Frage? Ja, bitte? Machen wir so Squad-Streams, also mehrere Squad-Streams oder so auf, dass wir sagen, hey, warte mal. Ja, halt zu 10, ne? Ja, bei 10 ist es echt schwierig. Ja, man könnte drei Squad-Streams machen, dann können die Leute drei Fenster offen haben. Genau, so. Online. Drei Dreier und dann. Nee, ein Vierer. Ich hab die mal eben gemutet. Ich hab keinen Bock auf den Matteo in sein Gelaber, muss man ganz klar sagen. Ich habe jetzt hier den Code eingegeben und connecte jetzt mal in den Raum und jetzt mache ich die wieder an. Wie fehlt mein Skins aus, Dalu? Dann. Ihr habt alle so komische Hüte und Anzüge. Ja, hallöchen, ich bin der Arzt. Lassen Sie mich durchsuchen, Ihren Körper. Und man seid ihr schon in der Lobby? Ja, ich bin Anwalt. Ja. Scheiße, ich komme auch mal rein. Gino, komm jetzt Frau Dr. Chiara, ich hätte gerne eine Anwaltsgehilfe. Ja, bitte, was brauchen Sie? Ich möchte wissen, warum diese Stühle hier so sind. Was? Die sind illegal. Okay. Illegal? Chiara, hast du schon gezockt? Ja, ich habe schon gespielt. Oh, das klingt aber so richtig so, ja, ihr habt schon 100 Mal gespielt. Nee, aber ich kann richtig schlecht lügen, das ist alles easy. Ich bin gespannt. Ey, ich hab bei Werwolf immer so. Gar nicht. Ja, was Overlay, scheiße. Ich will auch irgendeinen Anzug anhaben. Komm, sag mir mal. Stimmt. Ich will auch einen. Ja, da, du machst mal. Klick mal zweimal nach links und den nimmst du. Wir machen ein Dreier und ein Vierer. Ja, am Computer könnt ihr euch umziehen, also. Genau, da du am Computer übrigens kannst du dich umziehen. Ja, okay. Aber ich glaube, freundliche.
genau dieses Bild hier mit den Sternen komplett lost. Das bin ich fast die ganze Zeit bei Among Us. Herzlich willkommen. Wir spielen jetzt meine erste so richtige Runde. Wir haben mit der Community ein bisschen geübt vorher. Ich habe die jetzt gerade gemutet. Ich bin jetzt auch, ich muss mich kurz halten. Herzlich willkommen. Ich werde mein Bestes geben. Okay. Genau, Leon, Gino und ich sitzen hier im Studio. Das okay. Heißt, hallo Gino! Ja. Hallo Lolli! Servus! Oh, du sahst so geil aus im Urlaub, Mann! Oh, danke, Mann! Er sieht auch jetzt noch geil aus, sonst nicht. Okay. Ja, aber der hat immer so extra so irgendwie so die Beine so hingetan, dass man so fast unter die Shorts gucken konnte und so. Wow! Ich hab rangezoomt. Wer hat. Ja, jeder von uns hat rangezoomt. Nein. Danke, Donny. Leon, warum kann ich nicht joinen? Aber good to know. Ich hol das Bild jetzt hier, ich zeig das mir. Das ist der Code, ne? Ja, dann gehst du ins Game. Leute, Controller? Dann musst du die Region ändern auf EU. Gino. Ah. Klicke die Klick. Ich spiel, oder? Ja. Maus und Keyboard am besten einstellen. Oben rechts am Zahnrädchen. Ja, Maus und Keyboard. Dann kannst du schneller töten. Nee, nicht mit Controller. Ich spiel nur mit. Wow. Lara, hast du schon mal gespielt? Nein! Hab ich doch gesagt. Ah, ich dachte, jeder hat einmal zumindest kurz. Ja, okay. Das wird gut. Ich bin seit einer Woche. Ich hatte gerade noch das Coach und Play. Ich bin immer in deinem Team, Lara. Ich bin immer in deinem Team. Du musst mir immer vertrauen. Genau da, ja. Genau, jetzt hast du. Genau, aber das hat gerade nicht. Keyboard, okay. Es geht auch eigentlich nicht. Nur Maus oder Maus und Keyboard? Ja, genau. Nee, geht nur Maus und Keyboard. Es gibt aber auch Shortcuts. Q ist, glaube ich, töten. Ach so, okay. Okay, also. Ach, Max ist ja auch da. Geil. Hallo. Hi. Ja. Hey. Hallo, Max. Hi. Hallo, Max. Servus. Hallo, Max. Hallo. So. Es wäre, Übersichtlichkeit halber. Es ist geil, wenn sich jeder einfach so nennt, wie er auch heißt. Also nicht, dass Dalu sich auf einmal Donny nennt, damit er die anderen verarschen kann oder so. Oh, sound smart. Wäre aber smart. Oh, warte mal, soll ich mich Dalu nennen? Das wäre smart. Ich hab auch selber schon drüber nachgedacht, aber dann dachte ich, nee, das ist schon so. Ich bin drin! Geil! Nein! Wir sind 9 von 10. Wer fehlt? Okay, Lara, sind okay, ich, oder? Ja, Frage. Ah, Lara. Ich mach eine Idee. Man weiß, wie man joint grundsätzlich. Warte mal, man macht mit dem Pfeiltasten, lenkt man, oder wie? Kannst du ja, mit WASD. WASD und die Maus klickst du halt Sachen an. Oh okay. Gott. Oh mein Gott. Ich hoffe, Lara ist Impostor. Kann man die Mitte machen? Oder wie? Genau, die kämen am besten in die Mitte unten, wo der Code wäre. Genau. Okay, genau. Also, wir haben zwar eine. Also, ich richte einfach gerade mal ein Overlay ein, das ist mir gerade wichtiger. Ich habe nämlich den oberkörperfreien Gino jetzt als Hintergrundbild bei mir. Das muss ich sehen. Gino, falls du mal kurz auf meinen Twitch-Channel gucken möchtest. Ich guck kurz rein bei dir, Donny. Donnys Charakter ist ein nackter Arzt, oder was? Und Gino ist ein nackter Gentleman. Geil. Wow. Das passt doch ganz beautiful. Ja. Okay, lass erstmal Lara helfen, dass sie ins Game reinkommt. Also Lara, ja. wo bist du gerade dran? Jetzt gerade bin ich im Menü. Du musst oben auf online gehen. In einem Raum. Genau, du bist in einem Raum. In der Küche. Warte mal. Sind in dem Raum Fenster. Hast du es gesehen, also. Gino? Okay. Was stirbt denn da für ein Tier? Also, Lara, du klickst dann auf online. Ja, hab ich. Und dann unten in der Ecke rechts, da siehst du die Region, die ausgewählt ist. Sollst du die EU auswählen? Ich bin 36, ne? Hab ich. Ja. Dann schreibst du oben deinen Namen rein, also. Lara oder Lara Loft oder. Was du willst, nee, du mach mal lieber. Ja, Lara, bitte deinen Pass. Dein Name aus dem Pass ist wichtig, Lara. Genau, der zweite Name. Und Sozialversicherungsnummer hinten dran. Ja, genau. Oh, ich kann mich nicht. Oh, ich bin echt. Oh, Gino, guck mal hier unten. Geil. Geiler Hut, Gino. Geil. Ey, kurze Frage. Ach, der Code? Gino. Wir wissen. Hä? Genau so. Gino, sag den Code. Sag mal. Den Code bekommst du. Nicht die ganze Zeit angezeigt, meine ich. Doch. Wer ist denn hier der fucking Jason von Freitag der 13.? In der Mitte haben. Leute, ich bin der Jason. Geil, Alter. Geiles Aufschub. Mit Dalu, was hast du heute gegessen? Okay, alle mal still. Matteo hat was zu sagen. Ja? Jetzt sag doch was! Was denn, Donny? Hast du für dich gekämpft, Matteo? Ich hab's jetzt versucht, extra unangenehm zu machen, damit ich nix. Also. So, okay, also. Lara. Ja. So, hast du den Code? Der im Discord steht. Ja, genau. Hast du den da rauskopiert? Den kannst du mit einfach rauskopieren. Hab ich. So, dann einfach reinkopieren und dann aber bitte darauf achten, dass wenn du das Spiel... Private unten. Vielen lieben Dank für die ganzen Abos, Leute. Ich musste die kurz alles muten. Danke. Heute ist schwierig mit dem Bedanken, weil ich will den Leuten nicht immer dazwischen knabbeln.
So, das heißt bei mir reden und ich will aber auch, dass man die immer hört. Aber ich weiß es echt zu schätzen. Gerade gab ein paar Gifted-Subs von Dadeath, 5 Stück. Vielen lieben Dank. Heute kann ich mich Dankeschön. So gut dabei bedanken. Ich gehe da nachher, aber versuche ich drüber zu gehen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Dörny und ich hole heute die, ich kill die anderen. Ein Win eigentlich. Okay. So, gut. Also, wir starten jetzt alle gemeinsam eine Runde. Wenn es an den Settings irgendwelche krassen Besonderheiten gibt, dann müsste Dalu uns dann aufklären. Also kann ich direkt machen. Eine Sache können wir easy besprechen, und zwar Confirm Ejects. Das ist, wenn jemand rausgevotet wird, ob angezeigt wird, was er ist. Das ist jetzt gerade auf aus. Okay. Ich finde es spannender, wenn es aus bleibt. Ja, finde ich auch. Oh. Und interessant ist Visual Tasks Off. Das ist hier vierte von unten. Es gibt manche Aufgaben, damit kannst du dich ganz einfach confirmen, weil wenn du zum Beispiel den Müll rausbringen musst, siehst du Müll im Weltraum rumfliegen. Das heißt, du weißt, dass der Inno ist. Das wird aber nicht angezeigt dadurch. Sodass man alles faken kann. Würde ich auch lieber ausstellen, damit man nicht 100%... Ja. Genau. Okay. Also, für die Leute, die es noch nicht... Nein! Hast du lange gedacht. Matteo! Sorry, meine Schuld. Ist meine Schuld. Sorry, aber jetzt kommt ein neuer Code, ne? Ich eigentlich erklärt. Ja, ist neuer Code. Gleicher Code, oder? Nein, gleicher geht nicht. Die Lobby wird wegen Inaktivität. Oh mein Gott. Ach komm, lass mal mit Gino ein bisschen trainieren gehen jetzt. Ich hab richtig Bock zu pumpen, Leute. So, ich bin drin. Nice. Okay, warte, ich muss den Code noch holen. Okay, was müssen wir tun, damit wir nicht inaktiv sind? Ich muss hier einfach alles selber machen. Genau, du musst nur innerhalb von 10 oder 15 Minuten starten. Dann passt auf, wenn wir alle drin sind, starten wir einfach eine Runde und bleiben erstmal alle stehen und reden dann erstmal ganz kurz. Okay. Die Settings haben wir jetzt ja alle so geklärt, glaube ich. Der Rest ist relativ normal, also das Einzige ist, dass die Crew ein bisschen weniger sieht, aber das ist auch eigentlich Standard, das fällt halt auf beim Spiel. Und Kill-Distanz ist kurz, also sonst ist es standardmäßig normal, dann kannst du fast springen. Also mir ist bewusst, dass die Leute, die noch nicht gespielt haben, denken jetzt, was für eine Scheiße labern die da alle. Ich hab keine Ahnung, was passiert. Wir werden aber das ist jetzt nichts Neues bei dir, oder? Oh, Lara 1! Lara 1? Lara 1 steht in deinem Pass, voll nice. Gino! Es ist safe, Gino! Nein. Ich will gib mir das Blau! Ich will türkis! Geh weg! Hä, wer ist denn Lara 1? Das ist meine Frisur. Die nehme ich. Ich bin dumm auf meinem Kopf, Leute. Danke very much. Ja. Danke very much. Ich bin wie bei GTA, weißt du, wo man nach von oben gespielt hat. Du bist Elvis. Ja, Baby. Okay. Dann lass uns mal starten, oder? Ja, lass uns bitte mal starten. Wir sind in der Lobby jetzt. We gotta win this race. Wir sind in der Lobby. Okay, ich bin jetzt schon fertig. I'm not the imposter. Okay, muten. Ah ne, ohne Mute hast du gesagt. Oh, wir haben Mute, zwei Dudes. Okay, ich bring direkt jemanden um. Aber jetzt, für die erste Runde ist ja erstmal safe. Genau. Also, ich versuche mal die Basics zu erklären und dann, wenn ihr Fragen habt, fragt ihr einfach. Also, wir sind alle auf einem Raumschiff. Es gibt Leute, die sind Imposter, das sind die Verräter, die versuchen, andere umzubringen. Die Imposter gewinnen, wenn sie mehr sind am Ende als die Überlebenden oder wenn sie alle umbringen. So, jetzt die anderen, die nicht Imposter sind, die müssen einfach versuchen, Aufgaben zu machen. Wenn ihr auf das Map-Symbol klickt, oben rechts, dann seht ihr das gesamte Raumschiff. Oder Tab, falls ihr schnell... Genau, Tab geht auch. Tab geht auch, genau. Ja, ja. So. Und da seht ihr das gesamte Raumschiff. Das ist irgendwie so halt benannt. Da gibt es Cafeteria, Storage, Shield. Ist auch egal, wie das alles heißt. Ihr müsst aber schon ein bisschen merken, wo was ist, weil später wird Elvis sterben und dann werden wir uns fragen, wo ist er gestorben? Ja. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt die Karte auf habt, seht ihr diese gelben Ausrufezeichen, da müsst ihr eure Tasks, also eure Aufgaben erledigen. Das heißt, ihr lauft da einfach hin, klickt auf das gelbe kleine Symbol. Ich habe schon ein paar Trainingsrunden, deswegen muss ich jetzt nicht alles zuhören. Keine Sorge. Nein, das sind meistens ganz billige Aufgaben, wo man einfach nur irgendwas klicken muss, irgendwas ziehen muss, irgendwas machen muss oder sich was merken muss. Es ist fast selbsterklärend, bei manchen Spielen halt nicht. Mhm. Und das ist es im Prinzip. Wenn wir zum Beispiel unschuldig sind und wir bekommen oben die Taskleiste voll, das ist diese grüne Leiste oben links. Wenn wir die voll bekommen, dann haben wir gewonnen. Obwohl, wir als Unschuldige.
unschuldig ist oder nicht. Entschuldigung, das muss ich nochmal eben fragen. Das wird dir am Anfang im Screen angezeigt und wenn du Imposter bist, dann bist du auch rot umrandet, glaube ich, oder so, oder? Ja, du hast einen roten Namen über dir. Und unten rechts steht ja. Töten. Ja, genau. Matteo, aber erklärst du das nochmal mit den Geistern dann nochmal, ne? Genau, das erkläre ich auch. Danke, Donny. Also das werde ich auch nochmal erklären. Also, als Imposter habt ihr die Aufgabe, die anderen zu töten und euch dabei möglichst nicht... andere töten? Also so? Danke. Leon hat das vorgemacht. So, Leon hat jetzt mal beispielhaft vorgemacht. So. Aber ich hab's, und wenn einer gestorben ist, dann ist er nicht raus aus dem Spiel, sondern... Oh, Matteo ist tot. Ich hab's reported, sorry. Ich hab einfach... Ich hab konnte nicht anders. Ich hab draufgeklickt. Ja, ist gut. Ja. Okay, so... Also während der Runden wird auch nicht gesprochen übrigens. Also wir sind dann alle gemutet, beziehungsweise wir sprechen nicht. Und nur während dieses Screens hier, wenn man den gerade so sieht, dann wird diskutiert, wer es gewesen sein könnte, wer wen wo gesehen hat, wer welche Aufgaben gemacht hat, bla bla bla. Also wer so. Ein Imposter sein könnte, Entschuldigung. Genau. Und dann können wir zum Beispiel sagen, wir sind 10 insgesamt. Achso, also zwei Imposter, genau. So, noch eine Sache, die wichtig ist. Wenn wir voten, Donny war's und die Mehrheit votet für Donny, dann wird er aus dem Raumschiff rausgeworfen und erstickt und stirbt. Ja. Wenn aber nicht die Mehrheit für Donny votet, das heißt, die meisten Leute sagen zum Beispiel, jemand anderes war's oder sie enthalten sich, dann fliegt Donny nicht raus. Also es zählt nicht, wenn er 3 Stimmen hat, aber 8 Leute sagen was anderes. So, Teil. Ja? Ja. So, noch eine Sache, die wichtig ist. Wenn ihr tot seid, seid ihr nicht aus dem Spiel raus. Ihr könnt weiterspielen und trotzdem das Spiel noch gewinnen. Ihr müsst indem sogar. Ihr als Geist... rumfliegt und trotzdem noch eure Aufgaben erledigt. Als Geist könnt ihr durch alle Wände einfach durchfliegen, ihr kommt sehr schnell überall hin, ihr könnt nicht mehr getötet werden, ihr werdet auch nicht mehr gesehen von den anderen Spielern, ja. Glaube ich. Und kann ich mal ganz kurz was sagen, um vielleicht die Leute mal. Zu beruhigen, die jetzt gerade nicht so oft gespielt haben. Ich schaue da Richtung Lara, weil mir ging es heute nämlich wahrscheinlich, wie es dir gerade geht. Und vielleicht auch dem einen oder anderen Zuschauer. Ich glaube, wenn man ein paar Runden, also ich hatte nämlich mega Panik vorhin im Stream, weil ich nichts hinbekommen habe, aber ich glaube, das ist echt so ein Ding, nach ein paar Runden checkt man das. Ja. Also tatsächlich. Ja. Man muss ein paar Runden tatsächlich spielen und dann kommt immer so eins, wird einem immer so eins kommt noch dazu, was man so kapiert hat und dann. Am Anfang werden jetzt natürlich die ganzen Leute, die es schon oft gespielt haben, so ein bisschen ownen, aber das kommt dann irgendwie. Genau. Wird schon. Ich wollte jetzt nur einmal ganz kurz den gesamten Ablauf durchgehen, damit nicht jeder komplett kopflos kommt. Ja, nee, klar, ist auch cool. Genau. Ich wollte es nur noch mal kurz, falls sich jemand gerade Sorgen macht. Ich habe nicht genau. Sorgen. Also macht euch keine Sorgen, wenn ihr jetzt gar nichts rafft oder so. Wir spielen jetzt einfach und dann gucken wir einfach, was passiert. Und wenn ihr Fragen habt, fragt ihr einfach direkt, okay? Ich habe eine Frage. Warum heiße ich Lara 1? Weil jemand ins Spiel gegangen ist und hat sich vor dir Lara genannt. Okay. Schwein. Wie kommen wir jetzt auf Moogle Vote mal, damit es hier weitergeht? Ja. Ich musste gerade noch schreiben, dass du es warst. Okay. Jetzt hat Lara 3 Stimmen bekommen, hat damit die Mehrheit. Das heißt, Lara würde jetzt rausgevotet werden. Genau. Also, wollt ihr jetzt direkt weiterspielen oder Lobby neu starten? Ich habe schon erwähnt, dass man in Vents kann. Also in Luftschächte. Oh ja. Also Impostor kannst du in Vents, also nicht nur töten, sondern in Vents und auch sabotieren. Panda kill gleich einfach ein, dann ist die Runde gleich zu Ende. Dann könnt ihr noch weiterreden, den Rest und endet die Runde. Ansonsten können wir einfach sabotieren. Was machen wir jetzt damit aufhören? Stimmt, sabotieren können wir noch. Hier, das ist auch nochmal wichtig zu wissen. Das ist eine Sabotage am Reaktor. Wenn ihr links oben eure Tasks einmal ausgeklappt habt, seht ihr ganz unten etwas rot blinken, dass der Reaktor wieder down. Und wenn dieser Timer abgelaufen ist, dann habt ihr verloren. Das heißt, alle müssen zu diesen Pfeilen hingehen und einer muss an die obere und einer an die untere. Und gleichzeitig diesen Schalter drücken. Damit wieder deaktiviert und dann geht's wieder ganz normal weiter. Das was übrigens auch oft ein Indiz dafür ist, wenn du jetzt jemand da hattest in dem Raum, mit dem du das gemacht hast, dann kann der ja wahrscheinlich kein Imposter sein, ne? Doch. Donny, doch. Imposter ist sogar sehr oft so, dass das Imposter benutzen, um sich ein Alibi zu Leute, ich weiß, dass man halten muss. Ich hatte jemand eingesperrt, was soll das? Aber oh, Doppelkill, Alter. Wow. Aber was für ein Kill-Limit haben wir? 20 Sekunden. Was für ein Kill-Limit haben wir? Was ist das für ein Psychopath? Ich muss ja wissen, wenn Dalu nachher Imposter ist, dann weiß nicht, dann killt er 3-4 Leute pro Runde. Ja, nee, das war jetzt gerade einfach ein schlechter Kill. Ich habe kaum als Imposter gespielt. Okay, also jetzt ist hier krass, geht's los, oder was? Du musst noch den Chat hier abstellen, ne? Genau. Genau. Jeder muss den Chat abstellen, Freunde. Yes. Genau, wir müssen dann, wenn wir spielen, müsst ihr den Chat für euch ausmachen oder irgendwie in Emote Only. Und wichtig ist das Muten auch, ne? Genau. Wir reden nicht in der Runde. Lara töten also ist mit, da kommt ein Symbol neben Use und da steht Kill. Du kannst aber auch Q drücken. Der Charakter wird dann rot gehighlightet, damit du weißt, okay, du kannst ihn jetzt töten. Du hast aber nach jedem Kill einen Cooldown. Richtig. Mhm, ja. Okay, danke. Genau. Deswegen und als Guide kannst du nicht mitreden. Cooldown. Auch wenn du bei den Meetings dabei bist, genau. Kill reported wird. Q für Cooldown. Hey Leute, abonniert mich.
passiert ist, keine Ahnung. Man weiß ja nicht. Und wie gesagt, wenn ihr Geist seid, einfach dann gar nicht mehr am Spiel mitdiskutieren, sondern einfach nur noch passiv Aufgaben machen. Ja, Füße genau, hoch, Bier genau. auf. Okay, richtig. Einer fehlt noch in der Lobby. Der ist, also muss noch unten rechts auf neu machen. Play again machen. Ja, wir waren 10. Genau. Okay, Sekunde. Wir müssen Gino, ich wünsche dir besonders viel Glück. Tschüss, Chat. Ich dir auch, Donny. Ich liebe dich. Danke dir, ich liebe dich auch. Also sollen wir direkt, oder was? Ja, ja, wir legen jetzt einfach direkt los. Alles klar. Das wird einfach Generalprobe. Wir spielen schon richtig, aber wenn halt Fragen sind, können wir die dann einfach beantworten. Geil. Geil. Los geht's. Mute es an. Ich bin Crewmate. Oh, we gotta win this race. Oh, erstmal hier schön mal die Pornos runterladen aufs Tablet. Kann man hier. Jetzt versuchen wir mal auf ein paar Sachen zu achten da. Learning by doing, Leute. Okay. Das sind sehr viele. Ich habe vorhin eins mit 6 gespielt. Das ist jetzt natürlich schon eine andere Nummer hier. Wir gehen jetzt mal hier. Gino ist ein. Gino, ich weiß auch nicht. Gino habe ich einfach so Bauchgefühl, dass er es sein könnte. Jetzt, Gino kam mir gerade zu nah jetzt, ne? Ich sehe jetzt nicht, was los ist. Kann man das abbrechen oder geht das, macht das dann weiter? Oder kann ich. Muss ich das offen halten, damit das fertig geht? Sepp? Hier, ja, auch Kollege hier. Kollege. Ich mache hier einfach schön meine Aufgaben. Hallo? Okay. Ich mache meine Aufgaben, Sepp. Ja, okay. Ciao, Leute. Ciao, Italienisch ist auch Hallo. Ne? Just saying, dass ihr das wisst. Bin dann alter Italiener. Habe ich jetzt abgebrochen? Scheiße. Okay, man muss warten, bis es zu Ende ist. Das kenne ich hier noch, solche Ladezeiten von LANs, wo man dann den Gina Wild Ordner runtergezogen hat. Jetzt ist es fertig. Task complete. Ah, ich muss warten, bis... Okay, Sepp. Gino ist ein bisschen verloren. Ich gehe mal hier rein, mach die Scheiße jetzt mit den Kabeln. Okay, noch läuft irgendwie alles gut, aber ich glaube, ich achte auf die falschen Sachen, ne? Ich hab's auch noch nicht so richtig raus. Ich bin ja so ein Bauchgefühlspieler. Sepp und Gino sind für mich raus. Die sind cool. Die sind nicht, Matteo macht hier auch was. Okay. So, wer ist gestorben? Okay, Tom Lara Mord. Und Sepp sind tot. 2 Stück sind tot. Okay, also Lara, glaube ich, dass Lara war, weil Orange und Rot schwer auseinanderhalten ist, oben rechts. Wie man und mir entgegengekommen ist Matteo. Der ist auch nicht zum Alarm gelaufen. Genau, und Lara, du musst auch muten jetzt, bevor du was sagst, ne? Ganz wichtig. Genau. Also, ich bin nicht zum Alarm gelaufen, weil ich einen Task hatte beim O2 und ich dachte, okay, Alarm werdet ihr halt bewältigen. Ich mache meine Aufgabe. Was hast du denn da gemacht? Wir, die das Spiel nicht kennen, ja. Ich habe da so diese Blätter reingezogen in diesen Abzug. Mhm. Ja. Und davor habe ich Kabel gemacht und ich habe unten Asmogel gesehen an den Schilden. Genau. Ja, aber ich kann es jetzt auch nicht, ich kann jetzt niemanden ausschließen per se. Also ich bin gerade zum Reaktor gelaufen und habe gesehen, dass das Mugel vom Reaktor weg ist und ein Electrical oben rein. Das hat mich ein bisschen irritiert. Matteo, hast du alle deine Aufgaben in Admin schon gemacht? Nee. Ich bin reingelaufen, habe unten in diesem Raum, wo der Fuel liegt, habe ich meine erste Aufgabe gemacht, Electrical. Dann bin ich zweimal im Kreis gelaufen, mit Asmugel ein bisschen hinterhergelaufen, um zu gucken, was er macht. Dann bin ich oben durch die Cafeteria gelaufen und dann direkt zu O2 und habe da die Kabel gemacht. Okay. Also ich habe. Wir können nicht voten, ne? Entschuldigung. Doch, wir können. Ah. Ja, Moment, wir können, aber. Ja, aber gegen was? Ich will was? Ja, also es ging ja nur darum, wir können nicht voten. Die Aussage ist ja nicht richtig. Wir können. Ja, ihr müsst aber den Namen klicken, dann könntet ihr voten. Aber ich mach das, weil wir haben keinen eindeutigen. Wer hat denn zum Beispiel Sepp gesehen? Also wo war Sepp? Mit wem ist er rumgelaufen? Ich habe ihn nicht ein einziges Mal gesehen, um ehrlich zu sein. Zuletzt habe ich den in Navigation gesehen, als wir da alle zusammen waren. Ich habe ihn nicht gesehen. Also wir müssen uns aber bewusst sein, jetzt sind es schon 2 tot, nächste Runde werden wieder 2 tot sein, dann ja, sind wir nur noch... Okay. Was? Okay. Max. Okay. Kann man skippen? Ui, war das jetzt gerade? Ja, unten links kann man skippen. Oh, so. Okay, weiter geht's. Ah, ich bin immer noch tot, lol. Ich vergiss auch zu muten, wie ich vorhin auch. Ich check nicht, ich find's mit 10 Leuten echt ziemlich anstrengend. Nicht anstrengend, das falsche Wort. Ziemlich schwer. Als Noob jetzt durchzuchecken. Ich mache einfach meine Aufgaben gefühlt irgendwie und hab überhaupt gar keine Beteiligung an dem eigentlichen Game. Wer war's? Mogli! Mogli, Mann! Was mache ich jetzt? Report ich das? Ja! Hab ich das jetzt reported?
Wer ist gestorben? Ja, ich muss Donny. Donny. Ich habe ihn ganz rechts oben gefunden. Also jetzt aber in dem Admin Room. Ganz kurz, aber jetzt natürlich für uns sehr geil spannend, weil wir wissen ja, Asmogli ist es. Gesehen. Habt ihr irgendwas gesehen, was strange war? Also ich habe ein bisschen Angst vor dir gerade, ehrlich gesagt. Ja, ich habe auch Angst vor Matteo. Also ja, okay, das ist ein natürlicher Reflex, aber jetzt mal abgesehen davon. Ja. Ich habe gerade eben Leon gesehen, wie er unten in dem mittleren Raum war, wo das Fuel war. Ich habe den Task bei Fuel gemacht. Leon kommt mir entgegen. Leon läuft nach unten, da wo dieser Task ist mit dieser Schleuse. Korrekt. Und dann bin ich da kurz stehen und läuft nach oben. Ja, weil also, du mir plötzlich entgegenkamst, als würdest du mich gerade töten wollen. Nee, als wolltest du faken, dass du einen Task machst. Wie soll ich denn in einer Sekunde faken? Naja, weil du denkst, ich fake, dann siehst du, oh fuck, Matteo ist zu schlau, der merkt das und der rennt weiter. Ich habe in die Überwachungskamera geguckt und soweit ich mich erinnern kann, habe ich Matteo tatsächlich beim Admin-Raum da gesehen. Und also plötzlich danach wurde die Leiche gemeldet. Ja, aber also, die Leiche lag doch rechts oben, oder nicht? Ach, rechts oben. Ich dachte, dann war es Matteo auf jeden Fall nicht. Genau. Ich habe ein Alibi mit Leon. Leon und ich waren gerade unten in dem... Also Leon kann diesen Mord nicht begangen haben. Ja, Matteo leider auch nicht diesen. Ja. Ist das wo war denn Gino? Ich habe den O2-Filter gecleant. Trainiert. Das ist doch in der Nähe der Leiche, oder? Ja. Okay. Was hast du denn da gemacht beim O2-Filter? Weil den muss ich jetzt Blätter hören, weil der sagt ja nichts. Ach, schon wieder? Punk Royale ist es, oder? Oder Zett? Das ist schon verstopft, das Ding, ne? Aber ich würde Gino da glauben, weil der kann sich was ausdenken. Ach, da doch! Da ist ja ganz oben. Admin schon, hattest du auch die Mission mit der Karte? Nein. Kann ich voten, wir müssen skippen, Leute, schon wieder. Nein. Hast du im Admin keine Mission mehr? Nee, ich habe eine noch. Im Admin? War das der Admin-Raum gerade eben? Nee, ich bin mir wirklich nicht sicher. Das ist direkt unten, wenn du einen runtergehst. Ich glaube, das ist der Navigation-Raum gewesen. Ne? Ist das derselbe? Der hat's reported auch noch. Habt ihr es gesehen? Und der ist ganz still geblieben. Das ist schlau. Ich muss mir ein paar Sachen von dem abgucken. Ich muss jetzt hier mal ein paar Aufgaben erledigen, ne? So, wo kann ich ihn jetzt am besten hin schnell? Ich mache jetzt einfach so. Guck mal, so ist besser mit der Karte einfach direkt offen. Sieht zwar nicht so geil aus, aber so kann man richtig geil ab... Wie geht denn das nochmal? Ist ja einfach. Ist jetzt die Aufgabe fertig? Go grab a coffee, okay. Nee, die ist nicht fertig. Was ist denn das jetzt hier wieder? Ich mache jetzt einfach richtig geil fleißig Aufgaben, Freunde. Hey, warum? Go grab. I don't get it. Ich mache die Kabel, das kann ich. Oh, das ist schwierig. Anna, hier muss man drauf drücken. Okay. Was muss man hier machen? Okay. Was ist denn hier los? Warum kann man das nicht? Go grab a coffee. Eta 6. Ich check's nicht. Select Anomaly. Anomaly. Okay. Komisch. Mach richtig fleißig die Aufgaben, Alter! Was ist ein Emergency Meeting nochmal? Okay, Emergency. Okay. Matteo, warum hast du mich verfolgt jetzt die ganze Zeit? Gino ist tot. Okay, das heißt, wir haben den Mord nicht auf. Also den Mord nee, ich habe das Gefühl, wir sollten aber jetzt mal schauen, wo wir sind, weil jetzt wird es nämlich kritisch. Also ja. Bei 6 Leuten ist nämlich gefährlich. Hast du recht. Wie viele, ganz kurz, das weiß ich nicht. Wie viele müssen überleben, damit noch eine Chance besteht? Wenn jetzt 2 Traitor die Runde die Sau, den Vote der ist es ja, weißt du? Double Kill gibt es die Runde vorbei. Okay. Deswegen müssen wir jetzt einen Bösewicht finden. Also ich glaube, Asmogli ist es nicht. Sag der selber! Nicht. Matteo, du hast mich gerade sehr komisch verfolgt. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Ja, ich verfolge immer Leute, weil aber ich sehr, wissen, sehr was lange. Warum ist das Asmogli nicht ist? Hattet ihr auch Probleme mit der blöden Kabelquest? Bei mir funktioniert das nicht. Also irgendwie nimmt das letzte nicht. Hattet ihr die Kabelquest alle? Ja, schon mehrmals. Ging jedes Mal. Hat das bei dir geklappt? Naja, manchmal connectet er den letzten komischerweise nicht, aber ansonsten ja. Nee.
Aber da, Luke, auch noch mal eine Frage. Warum hast du jetzt die ganze Zeit vor dem Kameraraum auf mich gewartet? Der Chat sieht so geil aus, das will ich ja auch noch teilen, weil es ja nur Emotes sind. Als ich zum Kameraraum bin, bist du instant von der Kamera weggegangen, als ich davor war. Und ich hatte beide mal Angst, killst mich. Ja, pass auf. Und danach habe ich mich immer weiter angesneakt, dass ich an den Kabelautomaten rankomme. Bei mir bist du halt zweimal im Kreis gelaufen, während ich gerade mal von einem Raum zum anderen kam, obwohl du quasi gefühlt um die ganze Welt. Also, ja, ganz kurz, ich möchte, also wir haben jetzt nur Indizien, wir haben keinen Beweis. Doch, wir haben theoretisch. Ich werde keine Runde gewinnen, Leute, ich bin da noch zu schlecht drin. Aber ich bin getriggert. Also, es müsste, einer müsste Asmugel sein. Warum? Okay, dann lass ihn rausworten, ich bin dabei. Nee, warte mal. Ja, gut. Nee, das geht mir zu schnell. Ich sag Matteo. Ich bin auch mit Matteo. Asmugel ist direkt wirklich straight zu einer Aufgabe gegangen, die es wirklich gibt. Das so einem Aufgabe gegeben. Okay, es ist da, Alucard. Nein. Und Matteo wird. Ich wäre auch gerne dabei beim Spaß, ehrlich gesagt. Matteo ist. Ermordet gerade nur, weil. So ein bisschen wie bei The Office. Ja, Matteo, aber ich hab dich nicht verdächtigt. Big fan of running gags. Like to be a part of one sometime. Ach scheiße, wir wissen es ja jetzt gar nicht. Okay, krass. Okay, ich bin der Aufgabenmann, der Aufgaben kann. Ich bin der Aufgabenmann, Aufgaben, ja. Ich mach die Kabel hier ran, ich bin der Aufgaben-Elvis. Ja. I'm gonna win this race, I win this race. Was ist das für eine Aufgabe? Ich check's gar nicht. Okay, ich klick hier rum und jetzt habe ich die Aufgabe gelöst, ja. Dankeschön für das Fangster war. Oh. Oh. Ja, ich hatte beide. Was? Ich wusste beide. Das ist stark. Ey, ganz ehrlich, Asmogel hat es mega krass gemacht. Nein, er hat sich verraten. Na, erzähl doch. Wie du hast gesagt, ich du hast ja, vor allem, was war das, wie er selber noch rumbeschuldigt hat. Asmogel, du hast gesagt, du hattest die K2-Quest. Haben alle nicht, die damit gleichen Quests? Nein, es gibt aber eine Quest, die alle haben. Ah, okay. Und die K2-Quest hat Asmogel gesagt, hat er nicht gehabt. Was ist das für eine? Ja, die, wo du in dem Admin-Raum deine Kreditkarte aus dem Portemonnaie ziehst und dadurch den Schlitz ziehst. Ja, aber jetzt alle mal auf Play Again währenddessen, sorry, dann können wir schon mal. Ja. Genau, Play Again. Fuck, Mann, ich war da überhaupt nicht. Ey, aber wie kriegt ihr das hin mit 10 Leuten? Jetzt mal ehrlich, ich muss jetzt echt mal. Ich hab hier gar nichts, ey. Ich bin jetzt einfach ein Geist gewesen, hab meine Aufgaben gelöst und euch zugehört wie so ein. Aber ist geil, aber ich will mit. Also ich glaube, da muss man ein paar Runden reinfinden. Das dauert ein bisschen. Genau, ja. Man muss auch so ein Gleichgewicht finden zwischen, ich mache nur meine Aufgaben und beobachte aber auch ein bisschen Leute. Du musst immer so ein bisschen gucken, was macht der gerade so, läufst du mal kurz hinterher. Ja. Dann guckst du, wenn der an so eine Aufgabe dran geht, wie lange hängt der da so dran? Ist es irgendwie zu lang oder zu kurz oder so? Okay, gut. So ein bisschen Leute lesen und so. Lara. Und auch. Ja. Aber warum kann das Matteo und ich nicht? Das kann doch nicht wahr sein. Oh, Lara ist da. Nice. Okay, jetzt geht's. So, jetzt würde ich sagen, richtige Runde. Jetzt die richtige Runde, ja. Richtige Runde. Ach, jetzt ist richtig. Ja, jetzt geht's um die 100 Subs, ne? Die Testrunde ist jetzt echt schön. Nein, Testrunde. Werbung rein, die Runde davor. Ich werde die wieder gewinnen, bitte. Okay. Ich schaue eh nicht in den Chat, keine Sorge. Während der Runde. Also, außer wenn ich tot bin halt. Dann ist ja egal. Oder meinst du, wenn ich... Ach, ihr meint gerade... Dass ich es auch mal so mache, ohne in den Chat zu gucken, auch wenn ich tot bin und dass ich das Spiel mehr lerne. Meint ihr das so? Ich sag mal, sind die schneller auch als ich? Ich bin immer so langsam. Ich weiß immer nicht. Ich lande immer irgendwo und mache hier so meinen Scheiß und dann irgendwie macht irgendjemand Alarm und dann ist es vorbei. Was macht man hier? Hä, ist nur. Oh! Mist! Wie schnell sind die denn? Das ist so. Ich bin nur am Sterben! Die kamen gerade rein in den Electrical. Okay, wer ist Lara, hast du dich verklickt? Ich? Wieso? Hey, oder war das Chiara? Ich hab nicht mal gesehen, wie schnell das jetzt war. So schnell ging das. Bin ich doch nicht. Chiara hat selbst gereportet. Nee, ich bin gerade in dem Raum. Und sie war gerade in dem Raum. Kann ich ganz kurz, ich möchte kurz für Asmugel bürgen. Er hat auch ein Bällchen, Leute. Das war die Karte geswiped. Jawohl, Asmugel! Ich habe gerade nur ein großes Problem. Ich hatte gerade nur ein großes Problem. Ich bin gerade in diesem Raum mit den Drähten quasi, wollte ich gerade meine 3 Aufgaben machen. Und dann kam mir Matteo raus. Und der andere weiß ich nicht, aber da liegen 2 Leichen auf jeden Fall. Direkt gefordert. Also ich erkläre es mal, wie es war. Ich kam die sind von auch nicht mal kalt, Matteo. Und Chiara war in dem Raum drin und ich sehe die Leichen und sie reportet instant.
Natürlich, Brody, weil ich reingelaufen bin und euch da gerade rausgelaufen sehe. Naja, aber hat Chiara schon öfter gespielt? Also, weil, wenn sie das weiß, dann wird es alles gespielt. Ja, aber das sind zwei Leichen. Ich kann keinen Double Kill machen. Das bedeutet, zwei Leichen da drin. Also, man hat ja auch beide Leichen gesehen? Ja, ich habe beide Leichen liegen genau bei mir. Das, also, die arbeiten zusammen. Wieso ist die Scheibe kaputt? Das ist ein Double Kill gewesen. Und Matteo kam rein, meintest du, ja? Nee, der kam da gerade raus. Ich kam rein in den Raum. Nein, ich kam Wieso ist die Scheibe kaputt? Ja, na? Ach, aber ein Film zu her. Ich war gerade beim... Zwei Leichen und zwei Leute in der Nähe. Ich hab, okay. Reicht mir. Ich weiß halt nur nicht, wer neben Matteo war. Ich habe die Farbe nicht gemerkt. Weil ich tot bin? War das so? Wollten wir jetzt wirklich ein 50-50 machen? Weil dann müssen wir ja beide raus. Ich dachte kurz, mein Bildschirm wäre kaputt. Sonst, weil wir kriegen ja keine Info. Ihr könnt so machen. Ihr könnt, wir wählen Chiara raus. Nee, wir wählen jetzt erst Matteo raus. Nee. Wenn das Ich hab's schon gemacht. Ich hab auch Chiara ist unschuldig. So. Mann, ich will nicht immer sterben. Boah, Matteo ist, glaube ich, aber auch innocent. Was? Ey, ich kann nicht. Wer hat das gesagt? Ich hab auch Spaß, aber ich weiß nicht warum. Wer war das? Gino war das. Ja, das hab ich. Was? Wieso will ich? Ja, aber ich wollte die Erklärung von Gino hören. Ey, guck mal, ich bin doch reingelaufen. Ich bin der Geistmann gleich. Schade. Ich bin unlucky. Ich find's, glaube ich, tatsächlich. Soll ich das nachher mal vorschlagen? Dass wir vielleicht doch die nächste Runde machen, dass man sieht, wer der Imposter war, weil es ist jetzt schon so ein bisschen Next-Profi-Level. Ich fand's, als ich mit der Community vorhin geübt habe, tatsächlich ein bisschen hilfreich, so zu wissen, wer war Crewmate. Also fand ich irgendwie gut. Weißt du, wie ich meine? Ich würde das mal vorschlagen gleich, weil ich glaube, das ist so ein bisschen noch einfacher dann für gerade die Anfänger. Weil die sind schon so im Profi-Mode, ich kann hier nicht mithalten, also... Ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß habt, aber ich kann auf jeden Fall hier nicht wirklich... Also ich bin ziemlich ratlos, muss ich sagen. Ich kann nicht so richtig mitmachen. So, ich will mal ganz kurz... Gino. Ja. Gino, ich hab jetzt einen Button gedrückt, also keiner ist gestorben. Gino. Ja? Was wolltest du gerade jemandem Ende vom Meeting sagen? Nee, warte, da ist doch jemand gestorben. Ja, da ist jemand gestorben. Emergency Was? Meeting nee, hat der eingerufen. Ich hab mir rausgevotet. Nein, Charles, nein. Sorry. Ich hab nichts gemacht. Gino, Matteo hat gesagt, er ist gerade rausgelaufen und du sagtest ja. Hast du ihn gesehen oder was war das? Ich habe ihn nicht gesehen, aber Matteo war unschuldig. Aber woher weißt du das, Gino? Woher willst du das wissen? Nein, Matteo war unschuldig. Ich weiß. Sieht ein bisschen aus wie David Hasselhoff, Gino. Ich bin mit Zeit hinterhergelaufen. Ja. Also, was Lara hat es gesehen. Ja. Wir waren in der Mitte. Der stand halt einfach nur so in dem Raum rum. Ja, genau. Also, und Funk hat übrigens den linken Alarm ausgemacht und ich stand extra auf großem Abstand, damit da. Ich hab's gesehen. Ich hab da bewacht. Ich hab mal für Gino gewartet. Was meine Vermutung gerade war, Matteo und Gino haben einen Double Kill gemacht. Matteo und Gino sind dann rausgelaufen, haben gesehen, Chiara läuft rein. Wir waren nicht mal in der Nähe. Wheels Lead! Danke dir für den Sub, Oli Dog, was bist du denn jetzt? Nochmal, danke für die 5 Subs. Das wäre jetzt mein Guess, ja. Oratio. Ich glaube, es war ein Double Kill von Matteo und Gino. Können wir jetzt aber. Also ihr wollt Gino jetzt raus. Also das Einzige von Gino, was mich stutzig gemacht hat, war die Aussage ist, Matteo war unschuldig. Das ist so ja, genau. Aber Chiara ist jetzt schon schmeißt jetzt schon den zweiten raus, ohne gepunished zu werden. Dann fliegt sie als drittes. Ich übrigens sehr sympathisch alle die anderen hier gerade. Gino, der ist mir witzig, wirklich die ganze Zeit hinterhergelaufen, richtig random. Und der stand halt nur rum. Ja, klar laufen die Leute hinterher, weil ich ja gucken möchte, wer hier... Clara schon vor mir und das ist ihre erste Runde überhaupt, ey, das kann doch nicht sein. Also ich vote niemanden, weil ich hab noch keine Leads. Ich glaube, ich vote natürlich niemanden, Freunde. Hier, komm mit dem Mindgame. Nee. Was fragen? Gino! Gino, es tut mir leid, ich weiß es nicht. Ich muss jetzt wieder hier. Wir erfahren aber noch nicht, ob er es war. Ja, wann auch wann ist denn jetzt? Ich muss mich unbedingt daran erinnern, das dann vorzuschlagen, dass wir das wieder sehen, wer was war. Achso, muten muss ich mich. Ah, nee. Ich hab mich gerade gemutet. Ich wollte nur kurz sagen, ich finde die Runde sehr sympathisch. Ich kenne die meisten von denen noch gar nicht. Dalukart kenne ich noch nicht. Ich kenne Sepp noch nicht. Finde ich aber, klingt total, sind mir total sympathisch, muss ich sagen. Lara und Gino und Matteo kenne ich halt schon. Sind natürlich auch sympathisch, aber, ja. Wollte ich nur mal sagen. Ich muss mal hier mehr mit dem... So, hier ist was. Aber da brauche ich nicht helfen, oder? Da ist doch schon jemand dran. Das kenne ich von meiner eigenen Karte, das funktioniert manchmal auch nicht, ne? Sag ich mal. Soll ich das überhaupt machen, wenn da jetzt schon jemand dran ist?
Ich bin hier der geile Donny, Mann, ich schweb hier rum. Kann ich irgendwas Besseres machen als das, was ich gerade mache als Geist? Irgendwas, was dem Spiel mehr hilft? Oder ist das alles, was man machen kann? Profi. Also Hauptsache viele Aufgaben lösen, habe ich das Gefühl. Die Runde ist etwas groß vielleicht. Könnte man auch... Das verstehe ich noch nicht, die Aufgabe hier. Aber ich habe irgendwie Spaß. Ich kann aber mir nicht erklären, warum. Also ich bin es gewohnt, beim Streamen sozusagen sehr viel darüber zu reden, was ich mache. In diesem Fall... Wir haben einige Zuschauer, da weiß ich nicht, was ich sagen soll, weil ich das Spiel nicht ganz verstehe. Aber ich kann nur sagen, dass es Spaß macht und dass ich versuche, immer mehr zu verstehen. Aber die sind so schnell mit ihren... Also die müssen das schon so oft... Cafeterie war das? Ich stehe sowieso schon gerade im Unterverdacht. Voting beginnt in 7 Sekunden, warum geht das jetzt so schnell? Aber die war ganz rechts an der Seite und Leon hat eigentlich die ganze Zeit gesehen, wo ich ungefähr bin, weil wir, glaube ich, dieselben Aufgaben gerade gemacht haben. Panda, was war das erste Voting? Warum war unten erstmal nur 10 Sekunden und jetzt 100 Sekunden? Wir haben Alarm ausgemacht, Leon. Chat kann es ruhig schreiben. Ich bin ja tot. Lange Zeit bei euch mit dem Ich habe jetzt eine Frage, die meine ich wirklich ernst. Das klingt jetzt super doof. Kann ich bei Matt, also da stand, ich warte auf Sepp. Kann das sein? Weil Sepp ist. Das kann sein, wenn ach, jetzt verstehe ich. Jetzt check ich es. Okay, danke. Achso, ich dachte, das ist verbuggt. Bis man anfangen kann. Ja, ich habe mich da zweimal draufgestellt. Ging nicht. Das Problem ist, man du wissen halt nicht, wie lange die Leiche da schon liegt. Ich gerade so geredet habe, ja. So rede ich nie. Und man kann sich ja wenden. Also eigentlich bringt es nichts zu sagen, wo man war, weil man kann ja schnell irgendwo anders hin porten. Alter, die sind... Was ist das für Porten? Kamst du gerade in Admin rein? Ich hab den Spaceport am Cafeteria unten bei der Ober, beim Frümmel drüben gemacht. Wir waren noch zusammen da. Was hast du davor für eine Aufgabe gemacht? Oh fuck, was habe ich denn davor gemacht? Also ich habe danach Admin gemacht, da musste ich auch nochmal Kabel zusammen... Hatte die alle, also... So ausführlich die Antwort. Chiara, hast du die alle Karte geswiped? Also wenn, dann habe ich es ganz am Anfang gemacht. Ich glaube, ich brauche nur noch 3 Aufgaben machen, bin ich durch. Ich habe eine noch. Aber Electric traue ich mich nie rein. Ich auch nicht. Ich glaube, da waren 3 Leute, als ich rein bin. Ich war so glücklich. Willkommen bei Donny, versteht überhaupt nicht, worum es geht. Sorry, ich weiß, ich sollte das nicht muten, aber manchmal habe ich das Gefühl... Ja, und eigentlich hatten wir gesagt, dass wir Chiara rausworten als drittes auch. Ja, also es wäre frech, wenn sie durchkommt, aber ich weiß nicht, ob es smart wäre. Also ich sag mal kurz, ich glaube, Leon ist es nicht, der hätte mich längst töten können. Ja, aber Funk und Panda auch nicht, also Chiara oder Smoogle. Genau, das ist... Ach, ich bin Overlay, die ganze Zeit, bin ich die ganze Zeit im Weltall? Oh, okay. War ich die ganze Zeit im Weltall gerade? Scheiße. Wieder meine Aufgaben. Boah, es sind aber noch viele jetzt. Nee, das sind ja Geister. Wir sehen uns ja gegenseitig, ne? Hallo, Lara. Ich bin der Geist, Mann. Guck mal, ich kann jetzt aber auch mal ein bisschen gucken. Ich muss ja nicht immer... Soll ich immer Aufgaben lösen oder kann ich mal gucken? Red Panda ist aber ganz schön... Der heizt ganz schön rum hier, der Kollege. Der ist es, oder? Oder wissen wir das schon? Guck mal, der macht richtig so mit Strafen und sowas, wie so ein Profi-Spieler. Der ist es doch. Red Panda ist einer. Habe ich das Gefühl. Aber ich muss jetzt mir sowas angucken, damit ich das lerne. Vielleicht irgendwie ein Verhalten. Aber ich finde auch, die sind immer so schnell einfach weg. Also immer, wenn das Spiel losgeht. Ich laufe immer einfach so irgendwo hin, wo halt was Gelbes mich hin... Guck mal, wie lange war der jetzt da dran? Hat er die Aufgabe gelöst? Nee, hat er nicht, ne? Red Panda, habe ich das... Warte mal, eins im Chat, wenn ich es richtig verstanden habe gerade, mit der Beobachtung. Weil die Aufgabe war nicht fertig. Das heißt, Red Panda stand nur daneben. Habe ich das richtig verstanden? Ne, 2 im Chat, jetzt machen alle 2. Jeder hat eigene Aufgaben. Ach so! Ach, ja, nee, war ja, wusste ich doch. Nee, wusste ich nicht, war gelogen. Oh, sorry. Das war aber eine gute Info. Jeder hat eigene Aufgaben, wusste ich nicht. Wow. Das war einfach Verstand. Krass gespielt. No joke, Respekt. Das war 5000. Ey, man darf nie jemanden vertrauen, der die Leaderrolle übernimmt. Matteo, ich hätte einen Vorschlag.
Ja. Mit dem Matteo so früh rausgeflogen ist, krass. Ja. Kann ich mal bitte vorschlagen, weil ihr seid ja schon, also merke ich schon, so ziemlich hohes Level. Ich würde vorschlagen, dass es vielleicht ein bisschen einfacher macht für Leute, die nicht so viel Erfahrung haben, dass wir tatsächlich sehen beim Rauskicken, ob jemand einen Imposter oder Crewmate hat. Ist das möglich, dass können, wir das lieber so klar spielen? Also es macht es vielleicht ein bisschen einfacher nachzuvollziehen, machen, zumindest für mich auf jeden Fall, weil sonst ist für mich alles nur noch ein Rätsel gerade. Ja. Ja. Den kann ich verstehen. Okay, der cool, nice. Der Move war so gut. Sepp, danke für dein Alibi aus dem Totenreich. Also ich habe mich auch, geht das überhaupt? Ja, das geht. Also das geht, du kannst halt, wenn, aber das macht, hast das, du es kann halt keiner bestätigen. Oh, ja, der Dalu hat so geil. So, eigentlich, wenn ich das dann ganz ehrlich, das richtig geil. Da wurde ich ein bisschen unschlüssig, was mit ihm eigentlich ist. Deswegen musste ich dich auf die rausvoten. Oh Gott, ich muss hier in die Ecke. Oh Gott, ich bin der Knut Hansen jetzt. Knut Hansen muss in die Ecke. Als Geist habe ich dann immer die Räume eingeschlossen, in denen Dalu drin ist, damit es so wirkt, als wenn Dalu. Ja, ist der kleinste Dom. Ich habe auch extra dann keinen Kind im Raum. Der Kondom. Das war mein Spielplatz. Ich hatte genau das besprochen, dass er mich jetzt umbringt und zack, ich hab mich ja probiert. Ich wollte jetzt zu deiner Leiche gehen, die confirm und hätte Panda gesagt, ach, Smoogle hat ihn gerade umgebracht, wir waren gerade in Licht eingeschlossen. ich hab den Raum, in dem gerade Max gestorben ist, hab ich immer direkt zugemacht, wenn einer hingelaufen ist, deswegen kann keiner die Leiche finden. Oh Mann. Ich hab dich sogar gesehen, kurz bevor du ihn getötet hast, so, auf der Kamera, Steve und ich hab Urban mich eins und eins zusammengezählt. Oh, cool, door, mate. Alright, guys, let's go. Okay, ist jetzt hier an. Also Steve Irwin, Crocodile, mate. Jetzt sollte es wesentlich einfach. Okay, got myself muted. Crewmate, mate. Fix wiring. Admin. Okay, erstmal, ich häng mich mal an dem ran hier so ein bisschen. Der hat auf jeden Fall einen Plan. Kann man das irgendwie ausmachen da oben? Das ist nicht. Achso, ich kann ja auch hier ran. Jetzt habe ich es ja gelernt. Ja, ist doch eins. Ich habe Angst, gekillt zu werden. Okay, weg. Jetzt hier mal gucken. Da ist Chiara. Ey, die ist mir immer verdächtig, weil die so gut ist. Oh, die sind schneller als ich, oder? Ach, warte mal, ich sehe auch, check jetzt auch gerade erst mit dem Blickwinkel. Oh, ja, weg von mir. Chiara ist es. Chiara will mich killen. Was ist das? Au, das füllen wir mal auf. Okay, Task. Warte mal, bleib weg von mir, du bist auch ein Killer. Oh oh! Okay, wer hat gefunden und ach, wo? Ach komm! Ich hab nicht nur gefunden, ich hab vielleicht auch einen Hinweis. Oh, ja, komm, hau mal raus. Erzähl mal. Also irgendeiner ist durch Blut gelaufen und dann in den Hauptraum geflüchtet. Ja, aber wer, wie irgendeiner, wer denn? Erzähl mal! Wo liegt denn die Leiche? Kannst du das sagen? Die Leiche ganz rechts im Cockpit. Und einer ist mit Angstperlen auf der Stirn weggerannt. Funk, warum hast du die... Was ist mit der Leiche? Hast du sie nicht gesehen? Was ist... konzentriert? Ich halte mich jetzt komplett raus aus der ganzen Diskussion. Ich will mich einfach hier so unterm Radar gerade durchmogeln hier. Aber ich bin's ja nicht, aber trotzdem. Geh da weiter rechts von dir. Cockpit. Ja, rechts von dir. Okay, Leute, ich weiß jetzt nicht, ob es ein sehr elaboriertes Kammerspiel von Dalu ist. Oder ob Funk... Ich kann sogar sagen, was ich gemacht habe. Wo ist das Cockpit? Ich bin Dalu die ganze Zeit hinterhergerannt auch. Richtig. Also wenn, dann hat er gerade... Soll ich was sagen oder nicht? Ich weiß es nicht. Genau, Sepp hat mich die ganze Zeit verfolgt und ich habe versucht, ihn abzuhängen. Dann bin ich irgendwann in Asmugel und ich weiß nicht wen gerannt und dann bin ich gekommen. Ist es schlau, dann ist Frank keine von Ahnung oben rechts Angst, in den Hauptraum gelaufen. Da haben wir uns sozusagen kurz einen High Five gegeben und dann habe ich gemerkt, da ist Blut an meiner Hand, weil er wohl kurz vorher wen abgemurkst hat. Ich glaube, es wäre halt auch richtig doof, im Early Game jemanden zu beschuldigen direkt, weil man ja in der nächsten Runde. Also wir können skippen, ich sammle mehr Hinweise. Ich bin da. Nee, wenn du sagst 100%. Na, es waren schon ein paar Meter Abstand zu Leiche. Wer weiß, ob deiner durch den Wendt gekommen ist oder nicht. Es gibt Fang ja auf jeden Fall das auch, dass man übersieht. Genau, Fang ich möchte übrigens, damit ich überhaupt mal was sage, aber auch ganz ehrlich, aber ich möchte mal sagen, ich finde einfach vom Bauchgefühl Chiara sehr verdächtig in dieser Runde. Die stand wirklich mega seltsam an so einer Konsole, die keine ist, ziemlich lange. Ich würde so gesagt haben. Das Merkspiel gewesen. Nee, du hast da nichts gemacht, habe ich genau gesehen. Fang, wenn du mich jetzt nicht abmurkst. Okay, da wurde sammel Hinweise. Eieieiei. Ich hab jetzt nicht gewonnen. Lara für Dalu. Lara ist auf jeden Fall immer für Dalu. Das geht auch nicht so. Dalu, wieso hast du denn nicht für ihn gewotet? Ach, egal. War das jetzt gut von mir oder nicht? Ich muss ja ein bisschen mal spielen. Sepp, geh weg.
Ja, was macht der da? Was macht der da? Wie lange bleibt der da? Ich guck mir dich an. Ich guck mir dich an. Aber ich muss die Aufgabe auch lösen. Sterbe ich gleich, ne? Jetzt könnte er mich killen, wenn das wäre. Okay, warte mal. So langsam komme ich auf diese. Also, Sepp könnte jetzt sein, ist es nicht. Weil er hätte mich jetzt hier killen können, weil er war ja ziemlich ruhig und alleine. Wo bin ich auf der Map gerade? Ich bin jetzt, muss ich mir auch mal merken. Ich muss immer gucken, wo ich bin. Ich bin jetzt bei den Shields. Shields. Merken. Shields. Und gleich, er steht ja unten, okay. Communications. Ich bin jetzt Communications. Also wenn mich jemand fragt, sage ich, ich bin Communications. Okay, ich muss auf sowas achten. Ich muss achten, wo ich bin. Ich will es gewinnen. Na, hau ab! Ich habe Angst vor allen. Was kann ich hier rein? Nee. Kann ich hier was machen? Nein. Okay, jetzt bin ich in Storage. Und ich muss auch gucken, wo Aufgaben sind. Hier drin sind ein paar Aufgaben. Da war Chiara, die ist ziemlich schnell rausge... Okay, Chiara haben wir gesehen. Da war nichts. Kein Body. Chiara ist... Nein! Okay, warte. Also ich kann direkt erstmal zurückziehen mit Chiara. Ich habe gerade Chiara gesehen, wie sie unten links neben Storage rausgerannt kam. Da ist keine Leiche zu sehen gewesen. Und sie hat gerade deine Aufgabe erledigt. Okay, ganz kurz. Wo liegt die Leiche? Ja, danke. Okay, gegenüber von Reaktor gefunden, in diesem kleinen Raum. Mein Kamera ist... Genau, ist das links oder rechts? Rechts. Rechts von den Reaktor. Also es ist auf der linken Seite, aber rechts von Reaktor. Ja, dann kann es nicht gewesen sein, was? Lara, Asmugel. Ja, genau. Weil die waren bei mir gerade noch. Ich war mit Leon in Electrical. Genau, und Leon. Dann eingeschlossen worden und bin dann raus und Chiara kam mir entgegen. Aber ich weiß nicht, von welcher Richtung. Genau, Chiara stand vor der Tür bei uns beiden. Genau, die wollte rein. Ja. Ich wollte einfach warten und ich dachte, wenn ich reingehe und eine Leiche finde, dann wart ihr beide das. Ich bin danach nach rechts gegangen, habe den Storage Donny getroffen. Darauf habe ich Asmugel getroffen im Gang und danach Sepp, der unten an den Shields stand. Genau. Ja. Das hast du gut beobachtet. Asmugel, Donny, Sepp waren alle auf der rechten Seite. Genau. Donny, du meinst, also du hast Chiara danach gesehen? Ich habe Chiara gesehen, aber ich habe die Map noch nicht ganz so drauf, aber mittig rechts eher so sozusagen in der Map. Ja, ich war halt bei den Kabeldingern halt. Ja. Also was sein kann... Funk habe ich ganz am Anfang, bevor ich in Electrical rein bin, nach links gehen sehen, Richtung Kameras, Reaktor. Matteo ist da hingegangen und Chiara könnte von da gekommen sein. Chiara, von welcher Richtung kamst du denn zu Electrical, also bitte? Von Admin. Ich habe die Kartengeschichte gemacht und dann bin ich rüber, habe gewartet, bis die Tür aufgeht und dann hat... Funk, was hast du denn links gemacht, Funk? Ich war halt mit Funk alleine die ganze Zeit und er hätte mich halt easy töten können. Aber ja, kann ich mal ganz kurz was sagen? Ich bin ja eher der psychologische Spieler, nicht der Beobachtende. Ich finde, Lara ist verdächtig ruhig gewesen, die ganze Zeit gerade jetzt. Aber Lara war die ganze Zeit rechts, sie kann es nicht gewesen sein. Ja, ich war die hat ein Alibi. Es kann nur Funk, Chiara oder Donny, glaube ich, gewesen sein. Stimmig du. Matteo könnte es auch sein. Lara. Ja, Matteo natürlich auch. Leute? Ja, ich habe gefunden. Wen habt ihr gewartet? Der Funk Rockstar. Aber jetzt sehen wir, haben es ja eingestellt, dass wir jetzt sehen. Okay, jetzt sehen wir es ja. Achso, ihr seht. Lara, ich komme für dich! LOL! Ach, F1. Okay, wieder mute. Okay, warte mal, ich will Lara beobachten. Ist das schlau zu beobachten oder soll ich lieber Aufgaben lösen? Weapons. Oh, geh weg! Die ist eine Killerin, ich sag's dir. Ich hab dich im Auge. Ich hab dich im Auge, Laura. Ich hab keine Ahnung, ob das schlau ist, aber ich bin jetzt hier der Polizist. Ja, ich bin nicht da. Die weiß genau, dass ich sie verfolge. Scheiße, die ist weg. Oh. Aber warte mal, die ist einmal rumgelaufen wahrscheinlich. Nein, ich hab sie verloren. Sepp. Okay, Storage. Wir sind Storage. Wo ist Storage auf der Map? Mitte unten. Ich mach mal ein paar Aufgaben schnell. Matteo ist auch. Hab ich noch nie gesehen bis jetzt. Matteo, kommt jetzt. Ich hab immer Angst, dass mich jemand killt, während ich eine Aufgabe mache. Ja, es ist Matteo. Es ist Matteo. Ich hab gerade noch gesagt. Ich muss mutig bleiben. Scheiße, mutig. Mutig muss ich bleiben. Ich Matteo habe gerade im Electric jemanden gefunden. Sau, Alter. Nachdem die Tür wieder aufgegangen ist. Also da hat extra jemand getötet, danach die Tür zugemacht, damit keiner da reinkommt und die Leiche findet. Okay, konnte er den anderen Aufgang nehmen? Sein. Das hätte jeder. Was? Okay. Also gab es da noch eine andere Tür? In dem Raum? Electrical hat nur eine Tür. Aber dann hättest du ihn doch sehen müssen. Also.
Hä? Nee, die ist doch zu gewesen. Die wird, doch geschlossen. Ja. Ich kann die Sensitivity von meinem Mic, aber das ist ja. Ich hab gesehen, Asmul kam von oben durch die Cafeteria runter zum Reaktor. Er kam von oben rum. Kann ich runterstellen? Lara war in Navigation, ist dann nach oben in die Cafeteria und dann nach rechts gegangen. Die war bei mir mit Navigation. Chiara ist aus Navigation nach unten gegangen, könnte also Richtung Electrical sein. Matteo und Sepp habe ich nicht gesehen, zu denen kann ich nichts sagen. Ich war in Medical und stehe jetzt in der Cafeteria. Wer ist in der Cafeteria? Stimmt, du warst im Medical drin. Stimmt. Ich war im Medical. Also eigentlich könntest du aus meiner Sicht nur Chiara oder Sepp sein gerade. Wer steht mit also ich in bin genau unter Navigation gerade. Also möchte ich nochmal betonen hier. Leon, sag nochmal, wen du nicht gesehen hast. So langsam fange ich auch an, die Stimmen auseinanderhalten zu können. Chiara ist nach unten gegangen aus Navigation. Also könnte Richtung Electric sein oder nach rechts. Ja, Electric habe ich ja gerade schon leuchtet immer gemacht, Bonjour aber auf, unten, genau, straight redet. Unten von Navigation bin ich, in diesem komischen Radio. Chiara leuchtet jetzt auf. Okay. Machen wir die Maus. Wer steht denn gerade in der Cafeteria? Und das ist alles immer Bonjour. Matteo und ich stehe in Cafeteria, der andere. Sorry, dass die Namen noch nicht so drauf sind. Also musst du wissen, so ein bisschen. Das ist der große Raum, in dem wir starten. Wer steht denn da drin? Ich stehe da drin, da muss noch jemand drin stehen. Ich habe gerade Leute gesehen. Ich bin mir nicht sicher, um ehrlich zu sein gerade. Also ich weiß es wirklich nicht. Ich gebe nur 50% auf Chiara. Leon, mal so. Okay. Aber das reicht noch nicht zum Abstimmen, finde ich. Aber ich habe Leon ja eh nur noch einen. Ich habe Leon noch einen. Kann immer sein, Leute. Sag mir ganz kurz, Chat, wer ist nochmal Leon hier? Also ich sehe Chiara immer an irgendwelchen Geräten. Was, Murin? Nee. Ey, warte mal, wenn es sicher ist. Ich habe geskippt. Skippt mal bitte. Ich habe auch geskippt. Ich habe gleich gemotet. Warum denn? Ja, ich dachte, dass wir uns gerade drauf geeinigt hatten. No shit, wirklich. Hä? Nee, wir haben gerade immer alle gesagt, wir wollen ihn nicht machen. Es ist nur noch ein Poster. Okay, alles gut. Nein. Es ist noch niemand draus. Warte mal, ich muss jetzt wieder rein. Ich hab den Hut an und ich flieg rum. Ich hab den Hut an und ich mache eine Aufgabe. Das ist meine Lieblingsaufgabe. Da hat man auch das Gefühl, man hat was erledigt. Einfach was gemacht. Kannst du schön den ganzen Tag machen. Kommst du nach Hause, hast ein Feierabendbier, sagst du, heute habe ich was gemacht, heute habe ich Kabel verbunden. Bin der Kabelverbinder. Bin der Cable Guy quasi. So, soll ich mal wieder jemanden beobachten? Also wir wissen, ich bin ja der Meinung, dass Lara die übrig gebliebene Imposterin ist. Ich guck mal, ich werde die mal beobachten. Sehe ich denn, wo die auf der Map sind? Nee. Okay, Repanda. Aber wie heißt Repanda im Discord, war glaube ich meine Frage. Das war nämlich die Frage. Nee, der ist gar nicht. Ach, das ist dann alles ein Kanal, ne? Ach, Leute, sorry, dass ich das verrafft bin. Jetzt check ich's. Okay. Wo ist Lara? Ich glaube, Lara ist es. Ich will die beobachten. Aber ich mache die Aufgaben trotzdem. Ein bisschen. Aber jetzt, guck mal, die ist jetzt wieder weg von der Aufgabe gegangen. Jetzt ist sie da unten. Ich glaube, die ist es. Ach. Das ist die Kackaufgabe, ey. Oh, nice! Ich mache einfach Studieaufgaben und ja, recht. Wahrscheinlich ist das auch besser für das Spiel. Man hilft ja quasi seinem Team, ne? So, jetzt sehe ich auch gerade hier links auch mal so ein bisschen gelb. Gelb heißt, ist in Arbeit, kann das sein? Und weiß ist quasi, muss... Nee, gelb... Weiß ist erledigt. Nee, grün ist erledigt. Admin Swipecard, warum sind manche... Lara hat nur so getan, oder? Nee, warte mal, der Alarm ging aber aus. Lara ist es nicht. Lara ist es doch nicht. Jetzt stehen sie alle hier auf einem Haufen, guck mal. Die stehen alle auf einem Haufen, die haben alle... Das ist so paranoid. Die verfolgen sich alle, guck mal, jeder folgt sich nur. Was denn, Tendo? Ach so, Matteo hat mich gekillt. Matteo ist es, stimmt, Tendo, danke. Wie vergesslich bin ich gerade vor allem? Ich bin immer... Ach, sorry, Leute. Ich bin ein bisschen verpeilt. Mann, ich muss aber auch 50.000 Sachen gleichzeitig gerade denken. Mein Gehirn, da geht's eine raus und andere da rein und dann da hinten wieder raus. Stimmt, aber ja, Matteo war... Aber... Was macht er denn jetzt hier sozusagen, wenn er der Dude ist? Er versucht jetzt... Okay, Dalokard hat den Braten gerochen. Nee, wir alle haben den... wir wissen es ja alle. Wahrscheinlich einige... Ja, okay. Deswegen gucken wir alle, was er so macht, okay. Wenn er wüsste, guck mal, wie viele Leute ihn verfolgen. Und dann noch die ganzen Zuschauer live. Tasks machen, ach so, stimmt. Ah ja, aber das ist so, warum die anderen machen es ja auch nicht? Ach, ja, hast recht, scheiße.
Ich mach den Müll weg hier. Ich weiß nicht, wo man was drückt. Ich check nicht, was ich hier drücken soll. Ich hab entscheiden, oder? Die Leiche ist mir. Beim Midbase. Ich spiel das zum allerersten Mal heute, ich check wirklich ganz also, wenig. Ist ein Medic, meine Shit. Ach, Medic. Ja, sorry. Also mir macht Spaß, aber also, seid nicht so hart. Ich verstehe wirklich noch ganz viel nicht. Ich hab wirklich, ich dachte, dass wir uns auf Kiara geeinigt hatten, aber es ist gut, dass sie nicht rausgeflogen ist. Dankeschön. So. Ich bin jetzt auch unsicher. Also Kiara bin ich gar nicht mehr so 100% drauf. Ich habe zwei Vermutungen gerade. Habt ihr irgendeine Person weniger gar nichts, gesehen, ne? Als alle anderen? Weil wir sind ja sehr oft eingesperrt also, worden. Du sagst, die waren Medbay drin, oder? Medic, ja. Also Med. Asmugel war die ganze Runde an den Kameras. Was man machen kann, man kann an den Kameras sehen, wenn jemand alleine in den Raum reingeht, vor allem Medbay, kann dann dahin wenden, einen Kill machen und dann wieder zurück zu den Kameras gehen. Innerhalb von 10 Sekunden oder so. Gut, dass du zwei. Und keiner wird es mitbekommen. Angelo, hast du schon alle Quests fertig? Ich habe alle Quests fertig, deswegen gehe ich nur noch bei den Kameras. Wer hat denn noch nicht alle Quests fertig? Kiara hat, glaube ich, auch alle fertig. Ich habe nämlich auch alle fertig. Ich habe noch nicht alle. Ich war gerade eingesperrt mit Sepp in einem Raum. Ja, im Electric. Und ich dachte erst, Sepp killt mich, aber dann ist nichts passiert. Okay, eine Sache noch, die ich sagen muss. Kiara und ich haben beide unsere Hand auf diesen Reaktor raufgepackt, damit wir entschärfen können. Das heißt überhaupt gar nichts. Also da, Angelo, das macht dich schon jetzt eher verdächtig. Warum? Ja, weil er halt einen Imposter auch kann, das weiß ich. Das wusste ich aber nicht. Ja, okay. Ich verstehe nicht, ich soll Aufgaben fertig machen. Ey, Leute, sorry. Tendo, das bringt mir auch vor allem überhaupt gar nichts. Ah, Angelo, dass du mir sagst, ich habe alle abgelenkt am Anfang. Es tut mir leid. Ich zwischen Angelo und Sepp. Ich will zum Sepp auch ein bisschen zu unterhalten. Ich verstehe das schon. Sepp ist es auch nicht. Nee. Am ehesten ist es Asmugel, aber ich vote für Sepp. Was ist mit Aufgaben? Welche Aufgaben? Aber die anderen haben doch auch den Leuten gefolgt. Lass mal alle in der Cafeteria. Nee, warte mal, wer muss auch festmachen, den beschützen wir? Matteo. Matteo, alle zu Matteo. Ich sag, Matteo ist es. Und alle Geister bitte auch questen. Darf ich was fragen? Ja, bitte. Alle Geister bitte was, auch questen. Was ist, wenn jemand vor meinen Augen verschwindet? Was ist das für ein... Ich verstehe nicht. Hä? Die haben verfolgt, weil die fertig waren. Ach so, okay. Naja, als ich noch nicht tot war. Ist jemand vor meinen Augen verschwindet? Das wusste ich nicht zum Beispiel. Person, es gibt ein Vent. Es gibt ein Vent, wo du rein kannst. Das kann man aber nur... Leute, neue Runde. Hä? Wen? Ist keine neue Runde, nein. Warte mal. Ach, da ist der Knopf, okay. Ach, solange ihr Spaß habt, bin ich zufrieden. Ich weiß nicht, ich kann halt nichts anfangen damit, wenn mir halt im Nachhinein gesagt wird, dass ich anscheinend alle gestört habe, deswegen das Spiel nicht verstehe. I don't get it. Also, ich dachte eigentlich, mir wurde alles erklärt. Ich habe es nur nicht ganz... Das habe ich tatsächlich nicht gewusst. Jetzt habe ich alles... Okay, oben steht jetzt Total Task Completed. Okay. Ich so ganz... Ja, aber ich glaube, ich höre am besten jetzt einfach auf, weil ich glaube, damit gehe ich den Leuten auch auf den Sack, dass ich einfach so das Prinzip nicht verstehe, so richtig. Und es sind so viele Sachen, auf die man achten muss, dass ich, glaube ich, ganz lange brauchen werde, um hier gut zu werden im Spiel. Danke, Steffi, das lieb. Und ich bin nun mal leider gerne auch gut in Spielen. Oder gewinn halt. So, jetzt ist aber hier eine neue Aufgabe aufgetaucht. Warum habe ich denn jetzt... Warum ist es wieder weggegangen? Gerade eben stand noch All Tasks Completed. Naja. Die kommen dann immer wieder neu, ja? Matteo hält sich aber echt lange, muss ich sagen. Refuse, ey. Wir haben gewonnen, oder? Ja, ja. Hallo. Also, vor allem, Matteo, ich konnte nichts machen. Hast du dich selber die ganze Zeit? Ey, Gino, wir sind so schlecht, ne? Nein. Ja, Mann. Safe. Meine Postermate hat mich die ganze Zeit eingeschlossen. Matteo. Wer war denn das? Matteo. Ja. Wieso? Ich habe gerade alle Türen vor deiner Nase zugeschlossen. Ja, weil ich, guck mal, ich konnte nicht. Ja, weil du für mich gewotet hast in der zweiten Runde und es lag nichts gegen mich vor. Lara hatte ein Alibi für mich. Ich habe nicht gegen dich gewotet. Doch, du hast. Ich habe nicht gegen dich gewotet. Fang, kannst du mal sagen, warum du mich umgebracht hast, obwohl ich dich da noch wegkommen lassen habe? Warte mal, mein Chat sagt, ich habe irgendwas gut gemacht. Was? Du hast mich wegkommen lassen? Ja, ich hätte auch bestehen können, dich rauszuschmeißen. Und dann folgen wir alle? Max, du wurdest beschuldigt von Dalu. Und ich habe nicht für dich gewotet. Ich auch nicht.
Aber du hast die Jungs auch nicht. Oh. Ich habe in keiner Runde habe ich für jemanden gewotet. Wer waren denn jetzt die beiden? Geil, dass ihr mit mir redet, als wäre ich ein kompletter Vollidiot. So. Ja, du hast was gut gemacht, Donny. Ja, toll, okay, weiter so. Okay. Wisst ihr, was das Problem war? Das Problem war, am Ende sind alle wieder zu dritt rumgelaufen, da konnte ich keinen Kill machen. Was soll ich da machen? Hab ich gesehen, ja. Hättest du einen Alarm auslösen können nochmal? Electric Stack. Ja. Wenn du weißt, alle sind zum Beispiel irgendwie auf der linken Seite oder auf der rechten Seite gegenüber den Alarm auslösen. Ja, dann laufen alle gemeinsam, machen den Alarm aus. Warte mal, warum laufen wir denn nicht von Anfang an alle in der Gruppe rum? Weil du in der Gruppe anfangen kannst. Ja. Oh, Gino, ich liebe dich. Lass mal zu zweit spielen. Matteo. Ja. Nein, ja. Aber ey, wie lange habt ihr gebraucht, um das so zu verstehen, wie ihr gerade spielt mit euren ganzen Genre und sowas? Ihr seid so krasse Profis. Einmal so drei gespielt, Runden. Wie gesagt. Okay, dann bin ich einfach wirklich zu dumm dafür. Nein, das braucht man auch. Das Ding ist, ich glaube, alle, die gespielt Stunden haben, dann haben mehrere längere Sessions auch gemacht. Ja, ich habe eine oder lange eine längere Session gemacht. Donny, es liegt an unserem Alter. Weißt du, diese jungen Kids heute. Ja, ich weiß, scheiße. Ich hab extra nochmal gedabbt vorhin. Aber es hat echt nichts gebracht irgendwie. Okay, wir machen aber noch eine Runde, oder? Ich hab's Gefühl. Kurze Frage. Ja. Lara, hast du jemanden wenden gesehen, weil du gemeint hast, irgendwer ist verschwunden? Ja, das wollte ich die ganze Zeit fragen, weil ich glaube, es war der Panda, der stand direkt vor mir und auf einmal, bups, war er weg. So, aber auch nicht weggelaufen, sondern er ist einfach. Das kann er nicht. Da waren die D-Sync wahrscheinlich. Es gibt ja die Vents, diese Lüftungsschächte, da kann man reinspringen, aber das siehst du dann auch, so eine Animation. Ja, da springst genau. Du dann rein. Ja. Das habe ich übrigens gemacht bei dem Mord, wo ich dann mit Sepp gefangen war in Electrical. Bin ich in Electrical reingesprungen durch den Vent und habe mich dann eingesperrt. Aber das ist das, was Lara meint. Nein, Sepp hat nicht gecheckt, dass du plötzlich da warst. Warum hast du mich dann nicht getötet? Nicht der Opa hier. Weil ich da voll gegangen habe an Lara. Ah, oh, die Lobby. Das ist das, was Lara meinte. Danke. Okay. Nee, sorry. Und dann habe ich noch eine Frage. Ja. Wie kann man denn diese Türen schließen und öffnen? Und wer kann das? Imposter, wenn du Imposter bist. Ja. Genau, dann kannst du ja Sabotage drücken. Dann gibt es zwei Knöpfe. Einmal das System sabotieren, dann ist zum Beispiel Reaktor-Meltdown oder so. Oder das X, dann schließt du die Türen. Aber warte mal, dann ist es quasi, wenn ich jemanden sehe, wie jemand eine Tür zumacht, auch ein klares Indiz, dass es ein Imposter ist. Kannst du nicht sehen. Das kann von überall kannst gemacht werden. Das kann von überall gemacht werden. Ach so. Da kann das auch machen. Genau. Kannst du auch tricky. Eingesperrt hat in dem Raum. Ja, du kannst auch von überall aus den Alarm machen oder irgendwelche Hindernisse machen. Das geht von überall. Max hat mich einfach immer in jedem Raum eingesperrt, weil er dachte, ich habe ihn rausgebracht. Richtig, und ich dachte, den anderen fällt das irgendwann mal auf. Und ja, ich habe gerade fast einfach kurz, ich habe kurz überlegt, ob ich einfach so mitlache. So im Sinne von, wenn man so einen zu schlauen Witz nicht versteht und dann einfach so dasteht. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was der Witz macht. Ich habe keine Zeit, auf andere zu lenken, aber reporten ist doch okay. Ja, aber auf andere lenken. Let's go! Let's go! Nächste Runde. Wir sehen uns da. Ja, good luck. Bis gleich. Komm, einmal Imposter jetzt. Matteo, du geile Sau! Okay, geil, jetzt macht's dir Bock. Ich geh Aufgaben machen. Ich mach jetzt einfach Aufgaben erstmal. Okay, Leute, geil. Sorry, Overlay war. Overlay, ich bin Imposter, Sorry, Overlay. Ja, sorry. Ich war. Jetzt seht ihr's. Ich mach jetzt einfach Aufgaben. Was soll ich denn hier machen? Oh, das hat er jetzt gesehen. Nee, warte mal. Ich darf nichts drücken, ne? Muss ich mich einfach so dran stellen und dann so tun, als ob ich da eine Aufgabe löse? Oder wie? Ich gehe einfach irgendwo ran und tue so, als ob ich eine Aufgabe löse, oder? Ich habe keine Aufgaben. Okay, ich gehe jetzt mal jemanden töten. Ah, der Matteo. Okay, mein Ziel ist, jemanden zu töten, der einfach mega abseits von allen anderen steht. Hier. Ich wollte den gerade töten. Ah, das war dumm gewesen. Ich mache jetzt hier eine Aufgabe. Tue so, als ob ich eine Aufgabe mache. Komme ich da nicht ran? Ich hab nicht. Was kann ich denn hier machen? Nix. Ich verstehe nicht, was ich hier gerade mache. Was habe ich jetzt. Ich spiel's zum ersten Mal. Kann man das nicht alles. Kann man alles gleichzeitig sabotieren? Oder was? Sabotage und kill everyone, auch geile Ansage. Chiara, komm, ich töte Chiara. Ey, das ist einfach dieser Electrical-Raum. Du gehst da rein, entweder stirbst du oder du findest jemanden, der tot ist. Korrekt. Also Chiara kann ich auf jeden Fall schon mal in Schutz nehmen. Sie war es nicht. Wir standen gerade genau nebeneinander, als es passiert ist.
Angelo ist, glaube ich, noch im Konferenzraum, also, wann ist es passiert? Ich bin relativ weit oben. Hast du nicht gerade... Wo ist denn Vino? Ja, gute Frage. Ich bin irgendwo unten in der Mitte. Mhm. Das kann aber nicht sein, da war ich nämlich gerade und bin dann zu Electrical gelaufen, hab dich nicht gesehen. Ich glaube, wir sind uns gerade entgegengekommen. Welche Task hast du gemacht, Gino? Das kann nicht sein. Das hätte ich gesehen, Gino. Irgendwer ist mir gerade entgegengekommen. Aber ich weiß, Gino, was ist das Letzte, was du gemacht hast als Aufgabe? Ich habe diese Steine und Blätter entsorgt. Wo denn? Einmal ganz unten links und einmal unten in der Mitte irgendwo. Und das war das Letzte, was du getan hast? Und die 20 Sekunden danach? Ja, und dann bin ich hochgelaufen. Ja. Ja, okay, das reicht mir. Nee, das habe ich gemacht und bin ich hochgelaufen, genau. Nee, das ist schon okay. Dado, für was reicht dir das? Nee, schön in Infos. Wer ist mir denn gerade entgegengekommen überhaupt? Das war ich. Muss mir ein bisschen umhören, ja. Asmugel und Chiara waren in Admin mit mir eingesperrt, weil die Tür zu war. Ja, genau. Also Leon war gerade neben mir, als reportet wurde. Aber ich war die letzten 30 Sekunden an Kameras. Er hat eine Task. Warte, das sind da in Kameras? Ich war die ganze Zeit in Kameras da. Warst du nur bei den Kameras? Na, ich wollte ein bisschen mich umschauen. Was du hast doch keine Task gemacht. Hast du keine Quest oder was? Doch, ich habe schon Task gemacht. Was hast du denn schon gemacht? Ich war im Electrical, hab da Wires gemacht und den Strom aktivieren. Aber warte mal, Electrical, wo der tot ist? Ja, da war ich am Anfang. Als Oxygen war. Mhm. Weil ich bin am Anfang nach links gelaufen. Ich skippe erst Medic, mal. Wir merken Bay, uns das mal. Wir merken uns das mal. Okay, Gino und Leon. Mhm. Matteo, wie löscht man Menschen? Aha. Alter Donny. Hey. Okay, ich bin mute. Ja, ich töte Gino jetzt. Wie macht man das? Wie töte ich das? Wie tötet man? Ich weiß nicht, wie es geht! Ich versteh's nicht! Ich hab draufgeklickt! Komm bitte, ey, das ist doch Kacke, Mann, wenn man nix weiß! Cooldown, was? Ach so. Ja, scheiße. Ja, ich klick da drauf, aber es passiert nichts. Leute, ich hab mitten in der Tat Matteo wieder frisch erwischt. Matteo, du hast Matteo erwischt. Ich war gerade bei der Begegnung. Aber wir sollten uns das trotzdem anhören, bitte, bevor jetzt Info gevotet wird. Aber Matteo kann es nicht schon wieder sein, oder? Ich kam gerade eben aus Electrical raus, da war ich gefangen mit... Ja, kann mal bitte kurz die Person, die Leiche gefunden hat, ein Statement abbringen. Irgendwer noch war bei mir gerade eben im Kabelraum, oder? Das war Matteo, du hast doch die Leiche gefunden. Du hast doch reportet. Ja. Im Kabelraum. Chiara, ich bin da reingelaufen, du standst da und ich kam vorher aus Electrical raus. Wer war an der Tür? Ich war eingesperrt. Ich war an der Tür. Ich bin euch entgegengekommen, ihr seid beide rausgegangen. Richtig. Und wer war dann mit mir drin eingesperrt? Nee, Chiara war mit dir eingesperrt. Und dann, als aufgegangen ist, bist du rausgegangen und Chiara danach, glaube ich, ne? Ich wusste gar nicht, dass wir eingesperrt waren, weil ich meine Aufgaben gemacht habe. Es waren drei Stück. Ist ja nicht schlimm. Aber dann ist Matteo rausgegangen. Ja, und dann bin ich danach hinterher raus. Genau. Und Matteo hat dann die Leiche gefunden. Du hast den Mord gesehen? Ich habe den Mord auf frischer Tat. Ich habe sogar die Animation noch gesehen. Ja, okay, aber warum wird dann drumherum geredet? Das ist ja dann eine eindeutige Aussage. Nee. Ja, okay. Es ist eindeutig, aber das Alibi passt auch, weil Chiara und Matteo habe ich gesehen im Electrical und Matteo ist zuerst rausgegangen. Ja, du hast mich doch gesehen. Wie soll ich denn den Mord dann begangen haben? Aber ich bin Electrical reingegangen, du bist rausgegangen, du hast ihn draußen getötet, oder? Warum wurde ich denn so lange verfolgt? Das ist ziemlich nur nebenbei. Ich habe gar keine Ahnung, wen ich verfolge. Ich versuche einfach die ganze Zeit irgendwelche Aufgaben zu finden. Donny und Leon waren bei mir in der Renier, das war rechts. Das ist, die sind safe. Und Lara war rechts. Ja, cheers. Ja, aber im Moment safe für den einen Mord, ja. Aber es gibt zwei Böse. Ja, aber es geht jetzt erstmal über einen Mord. Ist noch einer tot? Ich versuche beide Morde zu. Also ich versuche beide Trailer. Also, ich dachte richtig, dass Matteo. Also müssen wir ja wenn wir jetzt Matteo voten und er ist unschuldig, müssen wir Emergency Chiara voten. Sie hat den Mord gesehen mit Animation. Runde, wo ihr genau dasselbe gemacht habt, wo ihr mich rausgevotet habt und ich war unschuldig. Nein, davor die Runde. Ah, okay. Aber das war genau das. Chiara hat gesagt, ich war's, dann wurde ich rausgevotet und sehen wir echt. Du bist tot, Theo. Ah, du hast übrigens den Post. Das Scheiße, Mann! Ich hab so viel Druck gerade auf mir. Ich muss Q. Was ist der Knopf vor allem? Verdammte Scheiße.
Kuh, haben die Leute geschrieben im Chat. Ich muss irgendwie Kuh drücken, aber jetzt muss ich warten, bis ich... Soll ich sabotieren? Wie macht man das? Jetzt habe ich da... Achso, jetzt ist da Alarm oder was? Ich verstehe es nicht. Cooldown. Ich gehe mit Lara mit und tue so, als ob ich eine Aufgabe mache. Ist es schlau, wenn ich das immer so mache mit den Aufgaben so tun? Ich will killen! Mach doch mal jetzt wieder an! Oh, ich glaube, ich werde es verkacken. Ich bin zu schlecht. Die werden jetzt alle. Die sind alle hinter mir her! Security, was ist Security? Da brauche ich nicht. Scheiß drauf. Kann ich wieder killen? Ab wann kann ich wieder killen? Ach so, aber ich. Kuh, ich check das nicht. Wie soll ich denn das treffen? Oh nein, Chiara hat mich gesehen! Chiara hat mich gesehen! Ich gehe wieder hin. Einfach zur Tat. Nee, die hat es noch nicht gefunden. Ah, Chiara wird es jetzt aber wissen. Die hat die Leiche nicht gefunden. Schön in der Ecke. Chino schon wieder ist tot. Links oben beim anderen Fueltank ist die Leiche. Ja, und da war Chiara grade, auch gerade. Ja, genau, du bist mir gerade ja, entgegengelaufen. Aber ich wollte ja auch Richtung Cafeteria und ich habe gesehen, dass bei mir Reporten aufblinkt. Ich habe es aber nicht gesehen und dann habe ich mich genau umgeschaut. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schnell wurde da gemurkst? Das ist echt eine gute Frage. Moment, Gino ist tot und liegt oben links. Oben links, da ja. Da kam ich gerade her. Nach ich hab da gar nichts gesehen. Wie sehen denn die? Ja, der lag über diesem Tank-Ding. Also wirklich komplett in der Ecke. Ja, dann war das nach dem Alarm, den Gino hat den aber nicht rechts gesehen. Nämlich ausgemacht. Aber und also in dem Moment nach unten gerannt war Chiara. Aber Chiara war da in der, genau da in der Ecke und hat da kam aber sowas von schnell von da oben runter. Als da Chiara dieser Ding. Aber ich weiß immer nicht, wann der Report losgeht und wie lange eine Leiche liegt. Das check ich nicht. Wird nicht einfach so einen Imposter vor den Karren werfen, obwohl wir sonst nichts gesehen haben. Außer sie wusste, dass Sepp vor der Tür steht und sie hat einfach gesagt, bevor ich rausfliege, schmeiß die Leo vor den Karren, finde ich gut. Aber man kann auch nicht immer denken, dass die Person, die reportet, es ständig ist. Dann traue ich mich ja nie wieder leichten Reporten. So, aber Lara stand relativ lang in Electric. Ist auch, glaube ich, immer noch da. Ich sag's ehrlich, Leute, ich bin Bauchgefühlspieler. Ich check's ja immer noch nicht so ganz. Ich war genau in der Ecke gerade, den ihr beschrieben habt. Da war Chiara und da ist gerade jemand gestorben. Keine Ahnung, mehr kann ich nicht sagen. Ja, der war ja schon tot. Na, klar war ich da. Ich muss ja da hin, um zu reporten. Ja. Ich wollte gerade von Navigation bei diesem Merkspiel, wollte ich hoch rechts und dann habe ich halt unten rechts gesehen bei Reporten, dass es aufgeblinkt ist. Wen votet ihr jetzt? Ich weiß nicht, wen ich voten soll. Ja, niemanden. Okay. Deshalb. Wir haben nur einen. Wir voten. Wir skippen die ganze Zeit. Genau, einer ist kontrollierbar. Einfach vielleicht schaffen wir alle Tasks auch. Die Tasks machen. Genau. Ja, danke Lara, ne? Merke ich mir. Auch gefühlt. Lara muss immer jemand. Okay, das habe ich gut gemacht, ne? Aber das schaffe ich nicht nochmal. Das hat gerade alles in meinem Gehirn gefordert. Und ich komme nicht auf den Knopf Q. Das ist gar nicht so einfach, den Q zu drücken. 15, ich wollte sie gerade killen, aber ich brauche noch 15 Sekunden, scheiße. Ah, oh, ich hätte Nara jetzt gekillt. Die war so schön alleine auf weiter Flur und vor allem ganz am Anfang in der Cafeteria. Das wäre doch schlau gewesen, oder? Weil da sind ja dann alle. Aber deswegen gibt es ja diesen Cooldown, merke ich gerade. Ich darf nicht so auffällig folgen den Leuten. Ist aber scheiße mit Kuh, ich komme da nicht so gut drauf. Ich muss mir das auf einen anderen Knopf machen irgendwann, wenn ich Profi bin. Das war gut. Okay. Also, ich habe gerade. Wo war das? Dalu und Chiara. Warte mal kurz. Dalu und Chiara waren unten bei mir. Lara, wo bist du hingelaufen? Ich bin jetzt wieder in Electrical rein, weil ich da noch die eine Aufgabe habe, die ich noch nicht. Wo war denn die Leiche? Warte ganz kurz. Donny, wo bist du? Ich bin, glaube ich, in der Nähe von der Cafeteria noch. Ich habe da irgendwie dieses Kabel versucht zu machen, aber ich check's nicht. In der Nähe von der Cafeteria. Also, wir waren vor vor Admin eingesperrt. Lara war unten in Storage drin. Sie könnte nach links oder rechts gegangen sein. Wir sind gerade zusammen nach rechts gegangen zu Communication, dann ging der Alarm los. Ich bin nach oben zum oberen Oxygen und vor Navigation lag die Leiche gerade von Sepp. Sepp ist ungefähr vor 20 Sekunden nach rechts oben gegangen, von Navigation aus.
von Edmund aus. Durch die Cafeteria alleine. Deswegen habe ich gefragt, wer es war. Es müssen Lara oder Donny gewesen sein. Es war Donny. Er war mit mir oben links, hat mich gesehen, wollte mich verfolgen. Wir sind in Cafeteria gerannt. Ich bin nach unten abgehauen. Er ist rechts weitergelaufen. Sepp kam ihm entgegen. Zack, abgemurkst. Wir haben ihn gefunden. Das war's. Fall gelöst. Hä, das ist... Ich... Das ist es. Ich weiß überhaupt nicht mal, wie das funktioniert. Ich war die ganze Zeit eigentlich noch in der Anfangsgegend und hab einfach versucht, dieses scheiß Kabelding zu machen. Ich bin mir sicher. Es gibt Kabel bei deinem Kopf. Aber wieso? Aber ich muss mich jetzt auch verteidigen. Wenn er das doch jetzt so sagt, dann muss er doch das sein. Das ist eine gute Verteidigung, ja. Mann, ich bin dumm. Ich kann das nicht. Ich bin das nicht. Okay. Wenn ich falsch liege, was, Lara? Komm. Nein. GG, Leute. Ach komm, ich hab's verkackt, ne? Ah. Scheiße! Oh Mann, ey! Wie ist eigentlich Imposter? Kombiniert von Leon und Dalu. Aber hey, gut zusammengeleitet, ohne Witz. Also, das war echt saugut. Ich hör dir nicht das VOD an von mir, wie ich über dich rede, weil ich glaube, dass das. Ey, wir haben gelernt, die Leute, die mich beschuldigen, sind Imposter. Ist ja easy jetzt. Easy. Ey, aber eine Runde, Chiara, habe ich dich in die Bedrohung gebracht da. Ja, aber Chiara läuft viel rum, glaube ich. Ey, ja, na klar, ich mache meine Arbeit. Ich bin gerne Astronaut. Klar. Na, ich bin fleißig, unschuldig. Ja. Arbeit ist Arbeit, Leute. Also ich würde noch eine Runde mitmachen auf jeden Fall. Ich kann zeitlich. Eine Runde. Ja, natürlich. Keiner geht noch. Ich liebe es. Ich will das nicht mehr. Aber wie gut du das zusammengereimt hast, ey, Respekt. Also genau so war es. Der war doch schon links und dann ist er da hingegangen und dann war der da. Also vorher. Ich hatte dich vorher schon, aber deswegen bin ich auch immer auf Abstand zu dir gewesen. Ach so, du hast mich schon gekommen. Ach Mann, ey, sowas muss ich da mal. Ah, das ist aber noch. Okay, ich lerne von euch. Okay, okay. Ich probiere auch zu lernen. Aber Carlo macht gut vor. Das ist. Also ich sag gerade noch, boah, ich habe so lange jetzt überlebt, boah, jetzt sterbe ich bestimmt. Und zack, kommt Donny um die Ecke und murkst mich einfach ab. Ja. Aber das war übrigens mit Chiara, das war so lustig, weil ich sage wirklich 5 Sekunden vorher, ich bin noch nie gestorben. Völlig easy, er kommt aus dem Band raus und murkst mich um, Alter. Wirklich. Ich bin's manchmal, ich rede jetzt nur noch so. Ey, aber das war so krass versteckt, ich hab's wirklich nur gesehen, weil das mein Report-Balken. Ja, ich hab immer nur das Lobby abstürzt, deswegen. Okay, viel Spaß, Leute. Yo, tschüss. So, jetzt mache ich euch alle weg. Komm, gib mir nochmal eine Post. Ich auch. Oh, Crewmate, aber ich bin der Crewmate. Ich muss jetzt Burger braten. Ich muss die Burger holen im Raumschiff. Oh nein, ich habe eine Aufgabe. Die Blätter müssen hier in die Maschine rein. Sonst können wir nicht zu großen Krabbe fliegen. Auf Alpha Centauri. Aufgabe erledigt. Ja. Asmogel guckt mich an. Killt er mich? Ab wann ist denn die Aufgabe erledigt? Sorry. Overlay passt aber, ne? Okay. Oh, wer ist das? Matteo? Warum habe ich so einen kleinen... Warum sehe ich so wenig? Leute? Ah ja, ich darf nicht, Chat. Mach mal wieder. Sorry. Höflicher formulieren. Bitte, liebe Mods, macht wieder gerne den Emote-Only-Chat, weil ich will natürlich... Jetzt war ich so lange Imposter oder beziehungsweise tot, dass ich jetzt mal darüber geguckt habe. Jetzt bin ich natürlich wieder alleine. Okay, ich habe gar nichts. Wo war ich? Wo ist das? Oben links, ne? Ich kann dir mal auf den Genom zu bringen erstmal. Ich sag's direkt, ich war oben links. Ich sag's direkt einfach nur auf okay. From the Gate. Ich war wo oben links. Wo ist die Leiche, Matthias? Keiner in der Gegend. In Electrical gefunden. Wirklich jetzt? Ich würde nicht mal Gino, du kannst reingehen. Das ist okay. Der Sexraum in der ich muss da rein. Leon und ich sind rechts. Mit Lara. Können wir uns noch einigen, Electrical nur als Gruppe zu bezeichnen? Ja, so. Also, ausschließen würde ich direkt Sepp, weil der hat am Anfang oben eine Task gemacht in der Cafeteria und ich muss dieselbe Task machen. Genau, Matteo könnte es auch nicht gewesen sein. Wer hat den Cowboy-Hut? Ich war mit zwei Leuten im Admin. Nein, ich bin Käse. Nee, Donny ist Käse. Wer war direkt am Anfang Admin gerannt? Runter und rechts? Ich nicht. Ich stand da bis eben gerade, weil diese scheiß verfickte Karte. Ich hab schon gesagt, dass ich mit zwei Tries zu lange gebraucht habe. Ich hab Angst, fang verdächtig mich jetzt. Und dann geht er dann noch länger. Ja, kann ich bezeugen. Original. Kann ich bezeugen. Okay. Okay, Angelo, was hast du für ein Alibi? Dann bisher habe ich deinen Namen noch nicht gehört. Gemacht. Also, ich war schneller. Matteo hat die Leiche reported, oder? Ich habe reported in Electrical, ja. Genau. Okay. Ich habe die Karte gemacht bei Frank, das kann er bestätigen. Ja.
Super, und okay, dann, bin ich, ja, dann wollte ich ja. Electrical gehen und gerade in dem Moment, wo ich unten in die Tür reingegangen bin, wurde reported. Aber Donnie, ich dachte, du hast mich beobachtet, ja? Wie ich das mit der Karte gemacht habe. Bist du auf einmal in Electrical gegangen. Ich habe dich nicht mehr gesehen, deswegen. Ich war fertig mit der Karte. Also ich habe beim ersten Mal... Und dann hast du aber mir zugeguckt, weil du konntest es bestätigen, dass ich lange gebraucht habe. Ne, du standst schon dran. Wie lange standest du an der Karte? Ja, bis eben gerade. Ja, das kann ja die Kill ja nicht gewesen sein. Das ist ja gut. Funk war es wahrscheinlich nicht. Nee, wahrscheinlich. Nee. Matteo, guck mal bitte, ob Angelo bei dir jetzt ist. Guck mal, nee, wieder, ja, da. Macht ihr wieder keinen Vote, oder was? Ach ja, scheiße. Was ist los bei dir? Das kann man sehen. Seppi. Ja, das kann er ja überprüfen immerhin. Donny hat Asmuggel gewotet? Warum? Ich hab einfach irgendwas, ich war gerade wirklich verpeilt. Ich hab einfach irgendwas gewotet. Ich check es mit dem Skip nicht. Sorry. Ihr war Zeuge. Ich check nicht, wo man einen Skip macht. Das muss ich nächstes Mal nochmal gucken. Ich habe jetzt panisch einfach irgendjemand gewordet. Aber das hören die jetzt gerade nicht. Mit wem rede ich eigentlich? Mit mir selber quasi und mit euch. Ich mache jetzt erstmal eine Aufgabe. Ich bin der Käsemann. Und der Käsemann muss einfach die Blätter erstmal loswerden. Ab wann steht denn hier Task? Okay. Funkster. Ich gucke jetzt mal alles an. Storage, Funkster. Macht eine Aufgabe. Okay. Sepp, Storage, Chiara. Okay. Warum habe ich jetzt so wenig... Warum hat man manchmal so wenig... Also ihr dürft nicht antworten. Sorry, ich bin ja gerade wieder... Ich denke aber laut nach. Ich frage mich, warum ich manchmal so wenig Sicht habe. Ist es in bestimmten Bereichen oder so? Jetzt habe ich wieder volle Sicht. Manchmal habe ich nur so ganz wenig Sicht. Das könnt ihr euch mal gerne merken, die Frage, dass wir das nachher mal klären, weil das würde ich gerne wissen. Das verstehe ich nicht so ganz. Wurde bestimmt vorher erklärt, aber ich habe wahrscheinlich Gags gemacht und irgendwie so getan, als ob ich Gino einen lutsche oder sowas, ne? So den Content, den man hier so gewohnt ist. Und Chiara, verdächtig. Renn ich mal hinterher. Aber da mache ich mich auch verdächtig, ne? Okay, ich gehe schnell, okay, jetzt kann ich mich unverdächtig machen, indem ich jetzt helfe. Das ist wichtig, unverdächtig machen. Was mache ich jetzt? Ich hätte woanders hin sollen, ne? Okay, was ist jetzt? What? Was? Ich hatte gereportet, Asmugel und... Ich hab's nicht gesehen, sind nach unten gelaufen vom Cafeteria. Die Tür ist zwischen uns zugegangen und dann habe ich mich direkt an den Button gestellt, weil ich mir gedacht habe, dass wir getrennt wurden. Und nach dem Alarm, wenn Alarm ist, kann ich nicht drücken. Ich weiß nicht, wer es war. Panda kam von rechts, Chiara kam von links. Die beiden kann ich ausschließen, weil die es nicht gewesen sein können. Funk und Donny habe ich auf der Kamera gesehen, weil ich vorher in dem Kameraraum war. Relativ weit rechts. Leute, würde ich sagen. Du bist echt der Rain Man in diesem fucking Game. Stopp. Dalu ist es, glaube ich, weil ich stehe aktuell an den Kameras. Dankeschön. Nee, ich meine, du hast mich doch. Wer hat das gesagt? Entschuldigung. Oh, da ist aber sehr viel Gestottere. Nein. Das ist aber sehr stotterig. Ja, weil im Discord redet Bonjour und da redet drei Leute drüber. Ja, das bin ich, Matteo. Also, Matteo steht gerade an den Kameras. Ja, pass auf. Ich habe da 10 Sekunden lang Leute beobachtet. Genau, jetzt aber pass auf. Funk und Donny können aber confirmen, dass sie zusammen waren. Kurzzeitig. Ist schon mindestens 15 Sekunden vor dem Alarm. Mit wem bin ich denn gerade da in dem Raum? Danach in dem einen kleinen bin ich Raum, nämlich losgelaufen. Chiara kann confirmen, dass ich ihr entgegengelaufen bin. Ja. Panda kann confirmen, dass ich ihm entgegengelaufen bin. Ich stand an dem Knopf. Panda war in der Cafeteria zu dem Zeitpunkt. Er stand an dem Knopf. Berühmte letzte Worte. Ich stand an dem Knopf. Ja, ich stand am Alarmknopf, weil ich ausgesperrt wurde. Wer steht jetzt unter Verdacht überhaupt? Ja. Asmugel und noch wer. Also Matteo hat Dalukat jetzt gerade verdächtigt, aber auch offensiv. Ich hab nur gesagt. Matteo, ganz ehrlich, du hast dir gerade selber verkackt, kann das sein? Ich glaube, Matteo ist es. Nein, Matteo ist an den Kameras und Dalu hat gesagt, ich war halt wesentlich früher an den Cams. Das stimmt schon. War irgendjemand bei Admin? Genau, aber wenn der das zugibt, dann wäre. Ich will Dalu. Ich kann es nicht gewesen sein. Ja, ja, das klingt, das ist zu verzweifelt, Leute. Das ist zu verzweifelt. Come on. Skip. Was? Skip? Wieso skippt ihr immer? Merkt euch das bitte, falls ich rausfliege. Aber wer entscheidet denn, dass man skippt? Habe ich das jetzt. Okay, ne, Leute, ich weiß es noch nicht. Ich kenne noch nicht die Etikette hier. Das war jetzt nicht. Ich will das nicht mit Absicht irgendwie querulant sein hier. Ich dachte einfach, ich kann immer wählen. Y-Press, sorry, ich weiß doch nicht, wie das läuft. Ich mach doch einfach, ich kenne es doch nicht so gut. Ich dachte, Dalukat ist es. Aber nachher, wenn er es wirklich ist, habe ich doch recht gehabt, oder nicht?
Aber okay, sorry. Ich bin gerade, merke ich gerade, sind auch ein bisschen Ausreden. Ich hab's verrafft. Ich habe vorhin letzte Runde schon gesagt, ich möchte gerne gucken, dass ich mit dem Skippen darauf achte, aber ich hab's schon wieder verrafft. Sorry. Ja, habt ihr schon recht. Muss man auch mal, man muss auch mal eingestehen, mal was. Ich werde da nächste Runde mal drauf achten, wie man skippt. Und mich dann gleich auch nochmal entschuldigen, weil Matteo hat schon recht. Aber auf jeden Fall habe ich keine böse Absicht dahinter. Jetzt gehe ich. Komme ich in Admin rein, da. Ich mache jetzt einfach mal meine Aufgaben. Ist vielleicht auch mal nicht schlecht. Und mal gucken, dass ich mein eigenes Spiel spiele. Hier ist eine Aufgabe. Jetzt habe ich zum Beispiel wieder wenig Sicht. Ist es nur ein Admin oder so? So, muss man nachher mal klären. Warum geht das immer nur? Ist das Zufall? Wann? Guck mal, ach so, mal. Ist es nur in diesem. Jetzt habe ich wieder so wenig Sicht. Hab ich gedrückt? Ja, ja, wer auch immer gedrückt hat. Also, ich hab gedrückt. Oh mein Gott, ich bin gerade so aufgeregt, ich sterbe gleich. Ey, übrigens, ich will mich ganz kurz nochmal entschuldigen für meine Votes immer. Ich check das immer noch nicht mit dem Skip, sorry. Ja. Das ist war auch kein taktisches Ding. Ich mach ab jetzt unten links. Jetzt weiß ich wo. Ich kann eine Person 100% confirmen. Und zwar, ich war unten links und habe gesehen, wie Chiara in einen Vent gesprungen ist. 100%. Ja, dann? Ja, was denn? Nee, Moment, es gibt wirklich, Matteo, vertraue, reicht mir das. Es gibt wirklich Situationen, wo man glaubt. Nee, hab ich nicht. Ich war unten halt. Ich will mir nur anhören, wie du lügst, damit ich für die nächsten Runden lerne. Sag mal was. Ah, wir sind nein, weil Matteo, wen hast du jetzt nochmal? Wen sagst du? Auch schon, das ist halt Emergency-Call machen, deswegen ist. Ich hab's nicht verstanden akustisch, Matteo. Wen hast du jetzt gesagt? Auf jeden Fall safe. Chiara. Alter, das war. Ja, also er würde nicht zum Emergency rennen, um das random zu callen. Das muss safe sein. Er muss es gesehen haben. Also wir sehen doch auch, was passiert, wenn du rausfliegst. Also von daher, das kann er nicht riskieren. Das wäre zu krass. Ihr könnt mich rauswerfen, wenn es nicht stimmt. Ihr könnt mich sofort rauswerfen, wenn es nicht stimmt. Ihr könnt mich sofort rauswerfen, wenn es nicht stimmt. Was ist das für ein Bullshit? Ja. Hat man gerade gesagt, jetzt kauft unseren Namen, oder wie? Funk übrigens. Ja, gemacht links. Ja, wir beide haben da instant aus. Es war mega schnell. Verdammt! Ja. Leute, ihr könnt mir vertrauen. Ihr könnt mir vertrauen, das war Matteo. Okay, ich war noch nicht gemütet. Sorry. Okay, ich mach meine Aufgaben jetzt. Dalokard ist hier. Der wurde ja vorhin schon ein bisschen verdächtig, ne? Kann ich ja trotzdem auf dem Auge haben, oder? Ich meine, ist ja nicht schlimm. Jetzt ist er bei den Shields, macht eine Aufgabe, merke ich mir. Vielleicht gucke ich mir das doch mal ganz kurz an, so ein bisschen. Hallo? Schon ein bisschen lustig, wie sich die Leute dann so treffen und so kurz stehen bleiben. Okay, Electrical ist, weiß ich jetzt auch, das ist der Raum, da geht am meisten immer ab. Ich mach mal kurz die. Ich habe mich übrigens auch vorhin so krass verraten, da ich gesagt habe, ich habe diese Kabeldinger gemacht und die gibt es ja in der Cafeteria nicht, ne? Oh, ich bin gekillt worden von Asmogi! Asmogi ist es! Aber ich mache die Aufgaben jetzt, habe ich jetzt gelernt. Asmogi ist es, okay. Also doch nicht da, Lukas. Naja. Ist übrigens die letzte Runde für mich heute, ne? Wir machen dann so ein bisschen noch Nachbesprechung hier bei mir im Stream. Interessant, okay, wenn ihr Bock habt. Wer hat gefunden? Ich habe gefunden in Electrical. Und wir waren, bevor Strom aus war, zu viert unterwegs. Ich glaube, Sepp war erster drin, hat Strom ausgemacht. Oder war das Sepp? Strom ausgemacht. Ich habe Strom angemacht. Du bist rausgekommen. Der ist ein Geist? Danach sind Lara und ich nach links weggegangen. Dalo war's, okay. Dann habe ich drei Leute oder so mit oben an Mad Bay gesehen. Und als wir wieder unten waren, war. Mein bestes Game. Aber ich habe Spaß. Und ich hoffe, ihr auch. Und Lara war die ganze Zeit bei dir. Nee, Lara kann. Also Lara war auf jeden Fall vor mir. Sie kann nicht mir entgegengelaufen sein, um zurückzulaufen. Ist nicht so ganz für mein Brain. Ich weiß, ich kann es nicht genau erklären, warum. Ich schließe Lara safe aus. Okay, es gibt nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder ist es Funk oder es ist Dalu. Sepp schließe ich 100% aus. Lara ist mit mir rumgelaufen. Funk ist mir aber auch lange hinterhergelaufen und ich dachte erst, er will mich töten, aber er hat es nicht. IQ zu gering, könnte sein tatsächlich. Nee, also ja, die Frage ist, hast du den Mord da vielleicht schon begangen und warst noch auf Cooldown? Das könnte sein, ne? Ich bin halt also bei dir gewesen, weil du würdest niemals deinen eigenen Imposter nochmal so anschwärzen, wie du es bei mir gemacht hast. Nee, Matteo ist 100% safe, weil er den Alarm nicht ausschließt. Ne? Nee, ich bin halt bei dir gewesen, weil ich wusste, okay, du bringst mich nicht um. Und wenn ich umgebracht werde, kannst du entweder sofort reporten oder ich, wenn du umgebracht wirst. Aber, jetzt pass auf. Das freut mich, Albino. Chiara ist schon raus. Wir haben eh nur einen. Die Tasks sind fast fertig. Wenn wir jetzt einen voten, ist die Zeit viel zu gering. Noch als sonst würde... Elektrik. Nein. Leute, wir machen es. Wer hat denn noch eine Quest? Wer hat noch eine Quest? Ich habe noch zwei. Keine mehr. Ich habe keine. Es ist Dalu.
Nein, es ist wenn du jetzt einen Raum schmeißen willst, wo, weißt du, wo? Du kannst als Einzeltrader nicht mehr gewinnen, wenn wir jetzt die Quest lass alle zusammen mit Funk rumlaufen, bis er die Quest fertig hat, dann haben wir gewonnen. Ich bin oben, oben rechts. Ey, das sind auch geile Methoden hier. Es muss noch mehr eine Quest haben, der Balken ist noch nicht so weit. Ich bin fertig. Die Toten, wir müssen skippen. Wir sind Toten, bitte eine Quest machen. Wieso muss man skippen? Oder die Toten fertig questen, ja. Lara, berechtigte Frage. Bleib zusammen, bitte. Ja, wir gehen mit Farben. Ja, es sind einfach sehr viele Sachen, auf die man achten muss, fertig. Also ich glaube, das kann man auch mal jetzt so zusammenfassen und mir auch so klein bisschen nachsehen für die ersten paar Runden. Da ist der eine oder andere, stellt sich da vielleicht besser an, I know. Und I know auch, dass es die Leute immer nervt, wenn man so viel erklärt und so viel rechtfertigt, aber ich kann doch nichts anderes dazu sagen. Es ist für mich zumindest, ich bin da ein bisschen langsamer bei solchen Sachen, relativ viel, auf was man auf einmal achten muss, und da komme ich nicht so klar. Und das ist einfach so. Das fühlt sich so ein bisschen an wie Age of Empires Stream. Da gibt es dann auch gerne mal stressige Situationen, weil irgendwie die Hälfte der Zuschauer halt das schon auch tatsächlich besser weiß. Ja? Aber ich hoffe, ihr habt Spaß. Es ist einfach lustig und fertig. Und bevor die Fragen aufkommen, ich bin nicht ganz so gut für solche Sachen. Ich bin so ein bisschen verpeilt generell. Aber ich glaube, mit ein paar Runden Übung könnte ich gut sein in dem Spiel. Weil ich war ja auch bei Werwolf am Ende gar nicht so schlecht. Da haben auch alle am Anfang gelacht. Hahaha, der Donny, der kann's ja gar nicht. Der tut sich ja immer im Kopf und Kragen reden. Ja, aber die letzten paar Dinger war ich ganz gut eigentlich. Ich habe noch eine Aufgabe. Wo ist die? Hä? Aber ich sehe keine Task. Keine neue. Ohne Scheiß! Ich sehe hier keinen Task. Oder? Aber verpeile ich da was? I don't get it. There's no task to, for me to do. Dankeschön für das Abonnement. Camdon, danke für den Sub. Jetzt kriegen sie es aber hin, oder? Die Auf... Funk. Die das Aufgabe ist fast ist abgeschlossen. Vorbei? Ich downloade gerade den Scheiß. Sepp gelber ist auf Pfeil. Ich hab den gelben Pfeil. Wirklich, als ihr alle... Irgendeine hat einen Fleck-Kill gemacht. Ist Sepp mir immer wieder näher gekommen. Wirklich. Ich hab gerade... Also, ich downloade gerade. Ich downloade. Funk. Wieso bist du noch mal einmal nach oben links gegangen? Weil du mich verfolgt hast! Weil alle standen rechts an der Tür. Wir sind doch alle safe. Nein, lass mich aufsehen. Ey, lass mich aufsehen. Okay. Also alle standen rechts an der Tür. Und du bist immer wieder auf mich zu. Immer wieder auf mich zu. Alle blieben rechts. Verkackt? Shit. Aber du bist mir gefolgt. Deswegen, ja, ist doch egal. Nein, und dann ging die Tür nämlich vor mir zu und du warst bei mir. Aber hinter dir war zum Glück Matteo. Ich hab's verkackt, tatsächlich. Aber ja, wir sind doch alle zu viert und immer rumgelaufen. Matteo, das ist total egal, war irgendwann ich bei dir weg. Bin. Ich war die ganze Zeit weg. Ich habe meine Task gemacht im Cockpit. Und, ach, du brauchst es noch. Lara stand auf Funk und Sepp ist wirklich dahin gerannt. Ja, aber ich dachte, ich stehe die ganze Zeit daneben. Dalu genauso. Wir stehen alle drei gerade auf Lara. Ich stand immer auf Abstand. Wir kommen bei der allerletzten Runde. Dem letzten Teil der letzten Runde. 100%. Nee, kann ich nicht. Der steht einen Meter links neben mir und da ist die gleich von Lara. Ich stand links neben. Wir beide müssen uns jetzt entscheiden, weil einer von den beiden ist es 100%. Aber wieso? Nein. Wieso? Frank hat es doch gesehen, Matteo. Was ist denn? Ja. Hat er gesehen? Das ist. Was ich selbst gesehen habe. Ey, das ist ja geil. Das ist ja richtig emotional. Manga gelesen oder was? Ich hab geschlafen. Andreas Türk am Nachmittag. Sepp hat Lara umgebracht. Nein, warum da? Warum? Weil du Trainer. Nein. Dalu hat es ja. Das wissen wir, ne? Egal. Er hat es gesehen, Matteo, weil Lara auf ihm stand. Das kann doch nicht sein. Wieso? Danke, Mr. Big Pack. Ja, 100%. Nein, ist völlig gelogen. Spiele, dann geht das schon. Danke trotzdem. Oh mein Gott, ich hab doch nicht so einen Scheiße, ich weiß auch nicht. Aber hat es geschafft, sich da rauszureden? Ja, das müssten wir gewonnen haben. Jetzt ihr seid, wie gut ist er denn? Echt. Das ist safe, haben wir. Wie gut ist er denn? Fuck! Was? Okay, ich mache jetzt meine Aufgaben hier wieder. Also nur um das zu kurz zu erklären, jetzt sehe ich auch den Pfeil unten links, aber ich sehe auf der Karte keine Aufgabe. Das war so das, was ich gescannt hatte. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe auf das jetzt hier sehe ich jetzt, und da kann ich jetzt hier was machen? Das verstehe ich jetzt zum Beispiel gerade wieder nicht. Du bist nur ein Schlitzer, Alter. Aber stark. So klar, warum? Warum? Ey, warum so. Hab ich mich...
Mann, du! Matteo! Ja? Matteo, ich hab dich die ganze Zeit benutzt. Ich hab gesagt, es ist super riskant, dich leben zu lassen, weil du mich auf dem Kieker hast, aber ich wollte dich unbedingt dabei haben. So krass, Alter. Ich hab mich so hintergangen in meinem Leben nicht. Dallas Plays sind so krass, einfach. Aber das war stark gespielt. Das ist so krass. Ich habe das gesamte Spiel, habe ich selbst 100% vertraut, bis zum letzten Wort. Und ich dachte so, hä? Funk hat's gesehen. Ja, das Funk, Problem war, Funk hat's geglaubt und dadurch war halt die Mehrheit da. Dann waren es 2-1 und dann bist du halt natürlich irgendwie auch gefallen. Wow. Dalu, wie viele Spiele hast du auf dem Buckel? Wir hätten so easy runterspielen können, ohne zu voten. Oh no. Nee, er war stark gespielt. Also es war auch total interessant anzugucken, wenn man tot ist. Alter, Dalu ist der echte Columbo-Mörder. Es ist der böse Zwilling von Columbo. Ja, es tat mir so leid, dass ich dich mitvoten musste. Nee, ich hätte es jetzt auch gemacht. Er hat mich halt einfach erwischt und ich dachte, fuck, ich muss direkt zu einem anderen Vent rüberporten, damit ich ihn auch töten kann. Und Sepp, du hattest mich einmal. Ich habe mich Madbay reingewentet, du kamst oben rein. Ich dachte, okay, das war's. Und du rennst oben raus, rennst Cafeteria. Nee, Lara war das. Also ich war out of range anscheinend. Ja, du warst ganz nee, OB, einer geht heute leider nicht mehr. Gerade mit Sepp zum Beide reingelaufen. Ja, ich Schluss und machen. Ich stand dann auf einmal vorm Fan. Und ich dachte, okay, das war... Und die machen auch inzwischen Schluss, hat mir Matthias schon gesagt. Da machen die gleiche schnell Report. Digi, Alter, ich dachte mir so, du bist so ein Schlitzohr, Alter, holy shit. Mega gut. Aber eine Frage, als dieser Alarm links war, wo Dalu und ich die Hand auflegen mussten, kannst du als Imposter auch... Ja, kann er. Ja, ich wollte dich als Alibi haben. Deswegen habe ich dir zu 100% vertraut. Ich habe das auch angemacht, als wir beide die Nächsten daran waren, dass nur wir beide das machen. Oh mein Gott. Und wir haben voreinander so ein Wubbel, wir haben so gewubbelt. Ja, genau, ich habe es gut gemacht. Casting war richtig, richtig nice. Vielen Dank für die Nachfrage, der Death. Sehr, sehr lieb von dir. Das tut mir so leid. Ich schnack auch gleich mal mit euch noch kurz, ein paar Minuten, bevor ich den Stream beende, aber ich bin auch hier kurz. Ich verabschiede mich. So, ein letztes noch, oder was? Ja, ein letztes noch. Ja, komm, schneller. Ich bin leider raus, Leute. Ich wünsche euch aber auf jeden Fall viel Spaß noch. Mach's gut, Dankeschön. Ein letztes noch. Okay. Nee, ich kann leider nicht. Ich muss leider raus. Sorry. Ja, alles gut. Mach's gut, Donny. Ciao, viel Spaß noch. Tschüss. Ich hoffe, Gino liebt... So, da bin ich jetzt raus. Hei. Oh mein Gott, ey. So, ich komme gleich wieder, Leute. Ich muss mal ganz kurz